Nach zweijähriger Pause fand wieder ein Frühjahrsempfang der FDP Waldeck-Frankenberg statt. In der Kellerwaldhalle in Frankenau trafen sich die Liberalen mit ihren Gästen zu interessanten Vorträgen und Gesprächen. Damit die Deutschen sich nur beschäftigen, wenn wir gegen Handelsabkommen wie TTIP oder CETA demonstrieren gehen. Rohstoffe und deren Nutzung spielten nur eine Rolle, wenn ergründete Journalisten uns erklärten, worauf wir alles locker verzichten könnten. Und die Ukraine war ein Staat in Osteuropa. Russlandpolitik? Schulterzucken. Militär? Bundeswehr? Brauchen wir eigentlich nicht mehr. Kriege in Europa gibt es ja nicht mehr. Die sonstige Arbeit sollen andere machen. Natürlich ist diese Darstellung vereinfacht und wir wissen, dass in diesen Feldern sehr wohl Politik gemacht wurde. Nur eben, meiner Meinung nach, nicht mit Weitblick und nicht so, als dass man die Gesellschaft mitnehmen wollte. Mittlerweile haben wir 2 Jahre hinter uns, in denen wir alle viel dazu lernen bzw. uns an Grundlegendes erinnern mussten. Freiheit und Demokratie sind anstrengend. Als Liberale bauen wir auf ein, zugegeben oft fragiles Ideal des mündigen Bürgers und muten ihm als Individuum daher viele Entscheidungen zu, die ihm in autoritären Staaten abgenommen werden. Wertefindung, also was ist moralisch richtig, was falsch? Diskurs, also die oft uneindeutige Abwägung von Argumenten. Persönliche Risiko- und Gefahreneinschätzung, also was bedroht mein persönliches Glück? Meine Gesundheit oder meine wirtschaftliche Existenz. Die Findung eines persönlichen Lebensentwurfs. Wer kommt mit wem, warum gut klar und welche Gemeinschaften finden zusammen, um sich zu unterstützen. Ich finde es sehr bedenklich, dass es in unserem Land immer mehr Menschen zu geben scheint, die all diese Fragen und Antworten nach oben, von oben vorgegeben bekommen möchten. Sie fallen normalerweise dadurch auf, dass sie sehr laut auftreten und in der Regel diejenigen verachten, die sich auch ehrenamtlich für das Vorankommen und die Grundversorgung unseres Gemeinwesens einsetzen. Achten Sie mal auf Sätze, die mit die Politiker, die Wirtschaft oder auch die Landwirte beginnen. Meistens folgt danach nicht wirklich Gehaltvolles. Vergessen Sie aber dabei bitte nicht die große, oft schweigende Mehrheit der Menschen in unserem Land, die wie wir und ich auf die Stärke der liberalen Demokratie setzen und darum wissen, dass sie manchmal langsam, umständlich und komplex daherkommt, aber am Ende im Verlauf der Geschichte der Menschheit ein absolutes Erfolgsmodell ist. Als Geschichtslehrer ist es mir ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir seit der Erklärung der Menschenrechte im Zuge der Ideen der amerikanischen und französischen Revolution vor über 200 Jahren drastisch sinkende Zahlen im Bereich der Sterblichkeit, der Kriege, der staatlich sanktionierten Ungerechtigkeit und rechtliche Ungleichheit einerseits verzeichnen können und auf drastisch steigende Zahlen bei Wohlstand, Ernährung und Lebenserwartung. Im Zentrum all dessen steht die Erkenntnis, dass der Mensch zur Freiheit befähigt ist. Darauf bauen wir weiterhin auf. Gerade in diesen Zeiten sind wir uns dessen bewusst, da Menschen wie Wladimir Putin und sehr wohl auch große Teile des russischen Volkes, die ihn darin unterstützen, das Gegenteil vorantreiben wollen. Autoritäre Staaten, Kriege, Nationalismus und Fremdenhass bauen immer auf dem Denken in Gruppen auf. Wir gegen die. Es leidet stets das Individuum. Genau an diesem Punkt werden wir von den Idealen in die Praxis katapultiert.
Ein vermeintlich großer Staat überfällt einen vermeintlich kleinen. Wen sollte man unterstützen? Für uns eine rhetorische Frage, denn wir stehen klar an der Seite der Ukraine. Aber auch hier müssen wir als Liberale mal wieder ein Bollwerk gegen rechte und linke Extreme im Land, im eigenen Land, aufrechthalten. Die Autoritären sterben nicht aus. Und Putin setzt auf sie, weil er die Demokratie als schwach verachtet. Er täuscht sich. Wir sind stark. Aber wir definieren Stärke eben nicht nur durch Militär, sondern auch durch Innovation, Diplomatie und Freiheitsgeist. Die perfide Verschränkung der Haltungen zu Russland wird an den Beispielen beider extremen Parteien im Lande sehr deutlich. AfD und Linke. Die Linke bewundert Russland aus einer merkwürdig verklärten historischen Gewohnheit heraus. Als SED-Nachfolgepartei wähnt man sich in guter Tradition, weil der Sozialismus starke Wurzeln in Russland hat und hatte. Es war ja nicht alles schlecht geschwätzt. Und völlig verfehlte Erinnerungen an die Stärke der Diktatur des Proletariats sind schon absurd genug. Und wie erklärt man nun aus linker Sicht diesen imperialistischen Krieg? Arbeiter aller Länder, bekriegt euch? Oder wie? Weiter geht es mit der Schizophrenie in der AfD. In deutscher 30er-Jahre-Tradition bezeichnet sie den Bundestag ja gerne als Quatschbude und wünscht sich ständig eine harte Hand. Außerdem soll vielmehr an das eigene Land gedacht werden. Sie kennen diese Sprüche alle. Wir hören sie ja regelmäßig. Die Russland-Connection der AfD der vergangenen Jahre mit Spenden und kriecherischer Verehrung des vermeintlich starken Mannes in Moskau waren und sind kein Geheimnis. Bitte sehr. Da habt ihr den starken Mann der anderen Länder verachtet und nun wen bedroht? Wen bedroht? Unser Vaterland. Danke für nichts, ihr Pseudopatrioten von der AfD. Angesichts des Krieges vor unserer Haustür fühlt man sich manchmal machtlos und viele haben sogar Angst. Was können wir also tun, um uns aus uns selbst heraus aufrecht zu halten? Ich meine, es fängt vor Ort an. Viele der eben schon dargelegten Haltungen und Sprüche hören wir doch leider auch hier bei uns, auf der Straße, in der Kneipe oder im sonstigen persönlichen Umfeld. Jeder, der sich engagiert und auch Paroli bieten kann, leistet einen Beitrag. Deshalb wollen wir als Freie Demokraten in Waldeck-Frankenberg besser werden und wachsen. Unsere aktuell 272 Mitglieder halten dafür den Kopf hin und dafür bin ich Ihnen unendlich dankbar. Als Kreis- und Fraktionsvorsitzender möchte ich mich gerne dafür in Ihren Dienst stellen. Im vergangenen Jahr haben wir alle gemeinsam unter schwierigen Pandemiebedingungen zwei anspruchsvolle Wahlkämpfe bestritten. Bei der Kommunalwahl im März konnten wir nahezu überall in den Gemeinden Erfolge und Zugewinne verbuchen. Weil Sie und wir gekämpft haben und die Bürger überzeugt haben. Auf Kreisebene konnten wir mit einem Ergebnis von 8,3% das beste Ergebnis seit 40 Jahren erzielen. Bei der Bundestagswahl konnten wir mit Bastian Welz als Kandidat im Süden und mir im Norden erneut das FDP-Ergebnis verbessern. Schließlich haben wir auch bei der Landratswahl einen Coup landen können. Gemeinsam mit Freien Wählern und Grünen haben wir Jürgen van der Horst unterstützt und durften an einem langen Wahlabend seinen Sieg über den Amtsinhaber feiern. Unser Einfluss und unsere Gestaltungsmöglichkeiten aus der Opposition heraus im Kreistag haben sich dadurch merklich verbessert. Wir sind wieder da. Ganz nebenbei sind wir auch im Bund in Regierungsverantwortung. Und ich will an der Stelle ganz klar sagen, ich bin mit der Performance der FDP in der Bundesregierung durchaus einverstanden. Wenn wir jetzt ins Detail gehen und uns jede Einzelentscheidung anschauen, dann haben wir eine gesunde Debattenkultur in der Partei, viele kritische Geister. Und natürlich könnte man jetzt jede einzelne Faser durchgehen und sicherlich auch Kritisches finden, aber auch vieles, was gut läuft. Das würde allerdings, wenn ich damit jetzt anfange, denke ich, den zeitlichen Rahmen des Abends sprengen. Aber was wir doch feststellen können, ist, es ist Leben in der Linde. Unsere Leute machen ihren Job, die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Ist ja teilweise sogar so, dass
ja, dass man fast schon, dass versucht wird, der FDP irgendwie etwas, sage ich mal, Schlechtes in die Schuhe zu schieben. Aber es wird immer dazu gesagt, komisch, warum setzen Sie sich überhaupt noch durch in der Bundesregierung? Das ist doch erstmal gut für uns. Das ist doch erstmal gut. Das zeigt, dass unsere Leute ihren Job machen. Wir haben noch gerade mal 3-4 Monate, die rum sind. Da steht noch ein bisschen was an. Gleich im Prinzip mit Antritt der Regierung die Ukraine-Krise, der Krieg in der Ukraine, mit dem furchtbaren Leid, was wir dort mitbekommen, mit den Reaktionen darauf, die immer irgendwie abgewogen werden müssen. Auch da gibt es natürlich immer Verbesserungsbedarf. Auch jetzt die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine wird eine große Aufgabe. Aber nach wie vor, ich bleibe dabei, ich meine, dass wir uns dort oder unsere Leute im Bundestag und in den Ministerien sich dort gut schlagen. Und ich meine auch, dass wir vorsichtig sein sollten, wenn Angriffe oder Kritik an der FDP aufkommt, dass wir unseren politischen Wettbewerbern nicht den Gefallen tun, deren Sprache zu übernehmen. Das fällt mir auf. Ich will da jetzt gar kein Beispiel rausgreifen, aber das Gerede, das Schlechtreden dessen, was vielleicht eine FDP an dieser Bundesregierung irgendwo einbringt, dann im Wortlaut zu übernehmen, halte ich für ganz gefährlich und auch problematisch. Ich bin ja nicht nur Lehrer für Geschichte, sondern auch für eine Sprache. Auch wenn es Englisch ist, beschäftigt mich Sprache immer sehr und Sprache prägt natürlich auch politische Inhalte. Das ist doch völlig klar. Und ganz wichtig an der Stelle ist das ganz gut zusammengefasst in einem Zitat von Ulrich Kästner, wie ich finde, was auch immer geschieht, nie dürft ihr so tief sinken von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Wir haben unsere eigenen Formulierungen, wir haben unsere eigenen Zugänge zu Politik, wir haben unsere eigenen Ideen, wir haben unsere eigene Art und Weise aufzutreten, zu denken und zu handeln. Die müssen wir artikulieren, die müssen wir nach vorne bringen und dann werden wir damit auch erfolgreich sein. Wir wollen uns weiter als eigenständige Kraft einbringen und ich lade Sie alle dazu ein, uns dabei zu begleiten und zu unterstützen. Es gibt noch so viele Punkte, die ich gerne ansprechen und zur Diskussion stellen würde. Vielleicht ist ja nachher noch Gelegenheit dazu. Aber ich weiß auch, dass wir heute vor allem hier sind, um unseren Gästen zuzuhören und uns inspirieren lassen wollen. Wenn die Zeit es erlaubt, möchte ich Ihnen beim Schlusswort später gerne noch einige weitere Aktivposten unserer Arbeit im Kreisverband kurz vorstellen. Nun aber, denke ich, ist es Zeit, einen Cut zu machen und die Bühne für unseren ersten Gast frei zu machen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und weiterhin viel Erfolg vor Ort. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Angebahnt hat, wie wir uns im Prinzip kennengelernt haben. Ich war vor über zwei Jahren beim Ortsparteitag der FDP Hallenberg. Und mein Freund Louis Paffer hatte mich angefragt, dort Fraktionsvorsitzender in Hallenberg, ob ich nicht eventuell die Versammlungsleitung übernehmen könnte. Das habe ich natürlich gerne gemacht. Und ich muss sagen, also das war wirklich beeindruckend. Man kommt auf einen Ortsparteitag, da sitzen 20 Mann im Raum, haben ein Programm vor sich liegen, ein Wahlprogramm, eine Vorbereitung, eine Akribie, eine Gründlichkeit in der Diskussion dieser Punkte. Und man hat irgendwie gemerkt, da war was im Raum. Jeder, der da saß, hat gebrannt für das Projekt, die FDP in die Stadt, Moment, das ist Gemeinde, in den Stadtrat, ja, NRW, Entschuldigung, in den Stadtrat reinzubekommen gegen eine vermeintlich übermächtige CDU vor Ort. Aber die Ideen sprudelten und Enrico war auch mit dabei und ist ja dann auch angetreten als Bürgermeisterkandidat und es kam im Prinzip ja zu einem doppelten Erfolg. Aber bevor ich da jetzt zu viel vorgreife, würde ich mich freuen, wenn Enrico das im Prinzip einfach selber einmal kurz erklären kann. Vielen Dank, herzlichen Applaus für Enrico Eppmann. Ja, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, sehr verehrte Gäste, liebe Kollegen, auch einen wunderschönen guten Abend von mir. Ich freue mich, hier heute Abend eben bei diesen genannten Verbündeten zu sein.
Für mich ist es eine besondere Ehre, weil als kommunaler Bürgermeister einer kleinen Kommune, einer kleinen Stadt, Stadt Heidelberg, wird man ja nicht so oft als Gastredner irgendwo eingeladen. Ja, zu meiner Person, Enrico Ebner, Jochen Huber hat es ja schon gesagt, Bürgermeister der Stadt Heidelberg, 35 Jahre jung, verheiratet, zwei Kinder und auch gebürtig aus Heidelberg. Wo komme ich her, was mache ich? Ich komme her aus Heidelberg, das habe ich jetzt schon gesagt, und ich bin von Haus aus Maschinenbauingenieur. Ich habe auch schon mal bei einem größeren Heizungsbauunternehmen im oberen Edertal gearbeitet, deswegen sind diese Verknüpfungen nach Waldeck-Frankenberg sowieso immer gewesen, und die hat es auch immer gegeben, und sowieso durch die physische Nähe natürlich. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben freiheitsliebende Menschen besucht. Ich selber war schon immer, was vielleicht ein bisschen untypisch ist für junge Leute, aber ich merke auch, dass da gerade ein Wechsel ist, weil man sehr, sehr Politik interessiert. Und als Politikinteressierter habe ich natürlich auch immer die Geschehnisse vor Ort miterlebt und mitverfolgt. Das fand ich immer interessant, und dann stand irgendwann in NRW und auch im Bund standen Wahlen, nämlich erst Landtagswahlen im März 2017 und danach die besagten Bundestagswahlen, wo die Freien Demokraten ja wieder im Bundestag fulminant eingezogen sind. Und da war für mich klar, ich muss mich engagieren, ich muss irgendwie mitmachen. Ich kann nicht immer nur die eben von Jochen beschriebene Politik als solches nennen, sondern hinter der Politik stehen immer Menschen, da stehen Persönlichkeiten hinter, da stehen Individuen hinter. Das war immer für mich wichtig, dass ich nicht einfach alle über einen Kamm scheren kann, sondern ich bin ja derjenige, was kann ich für meinen Staat tun, was kann ich für meine Gemeinde, was kann ich für meine Kommune tun, wie kann ich mich einbringen. Und ja, so wie es der Zufall wollte, habe ich mit meinem Enthusiasmus, mit Nummer 1 der FDP-Mitglieder in der Stadt Heidelberg, habe ich auch sehr, sehr schnell Verbündete gefunden. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wo unser jetziger Bundestagsabgeordneter aus dem Hochsauerlandkreis, Carlo Kronberg, mich angerufen hat als Kreisvorsitzender und sagte: Sehr geehrter Herr Ebner, herzlichen Glückwunsch, Sie sind das erste Mitglied der Freien Demokraten in Heidelberg. Es hat noch nie eins gegeben. Und ich gesagt, ja, vielen Dank, dann gucken wir jetzt mal, was wir daraus machen. Ja, was haben wir daraus gemacht? Wir haben genau ein Jahr später einen Ortsverband gegründet mit 4 Leuten. Und zwei Jahre später hat Jochen mich als Wahlleiter zum Bürgermeisterkandidat meiner Heimatstadt gemacht, wo wir auch durchaus Erfolge einfahren konnten. Ich habe gegen einen CDU-Kandidaten, der an sich relativ von der Erfahrung her gut im Sattel saß, anders als das bei mir sicherlich war, weil ich einfach nur aus der freien Marktwirtschaft komme. Wie gesagt, Maschinenbau studiert ursprünglich, mal was Echtes gelernt, also ich habe auch wirklich gearbeitet, bin nämlich auch gelernter Maschinenbaumechaniker und habe dann nachher strategischen Einkauf und Vertrieb zum Schluss gemacht. Internationalen Vertrieb, also bin durchaus ein bisschen durch die Welt getingelt und habe asiatische Märkte betreut und dort vertrieben. Aber man hat es mir einfach abgenommen, weil das ist was, was ich heute Abend auch nochmal unter Ihnen streuen möchte. Man muss ehrlich bleiben, man muss sich selber treu bleiben, und man kann nichts verkaufen, was man nicht wirklich ist. Deswegen finden Sie auch heute von mir keinen Zettel, obwohl ich das natürlich an anderer Stelle mache, aber ich hatte mit Jochen abgesprochen, dass wir heute ein bisschen über den Wahlkampf und das Abgelaufene, was uns in Heidelberg widerfahren ist, sprechen. Und das kann ich einfach frei von der Leber raus tun, weil so ehrlich sind wir miteinander und so ehrlich bin ich auch heute zu Ihnen. Wie gesagt, mit 66% konnte ich mich durchsetzen, wo ich selber mit gerechnet habe. Also mir war schon klar, dass es da eine reelle Chance gibt, ganz einfach, weil ich der Lokalmatador war oder auch bin. Aber das ist natürlich ein so klares Ergebnis war, das hat mir ein Stück weit auch Rückenwind gegeben. Das sind natürlich Vorschusslorbeeren, weil ich habe ja nicht alleine gewonnen. Ich habe mit einem ganz starken Team gewonnen, und dieses Team nennt sich heute die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Heidelberg. Wir haben im Rat der Stadt Heidelberg insgesamt 20 Mandatsträger, wovon in der Vergangenheit 15 die CDU besetzt hat. Die haben jetzt noch genau 10, und die FDP hat als vorher nie da gewesen direkt 9 besetzt und davon von 10 Wahlkreisen 6 direkt gewonnen. Ich denke, das ist ein Ergebnis, was man uns einfach zugesprochen hat und wo wir auch sehr, sehr stolz drauf sind. Aber wie haben wir das gemacht? Zum einen konnten wir Leute beziehen. Was wir ausgestellt haben, was ich heute nochmal ausstellen möchte, was mir ganz, ganz wichtig war, ich habe gesagt, es ist egal, was ihr wählt, Hauptsache ihr wählt. Wir haben nämlich auch was geschafft, und das ist was, was ich uns als Fraktion und auch mir als Bürgermeisterkandidat auf die Fahne schreibe, ganz ab von wer wen gewählt hat. Wir haben die Wahlbeteiligung 10% nach oben geschraubt, gemäß dem Durchschnitt der letzten 3 Wahlen. Und ich denke, das ist was, was Strahlkraft haben sollte, dass wir gerade junge Leute, ich sehe sie gerade da hinten am Tisch sitzen, dass wir die begeistern und sagen, ihr könnt auch wirklich was verändern, ihr könnt was bewirken und ihr könnt auch was machen.
Deswegen möchten wir auch seitens der FDP Heidelberg einen Julis-Ortsverband gründen. Weil wir haben zurzeit 5 Julis und wir haben gesagt, wir müssen auch da nochmal Strahlkraft bringen. Wir müssen einfach den Leuten zeigen, was möglich ist und dass man auch was verändern kann. Und ich denke, das hat die Entwicklung bei uns gezeigt, ohne dass man da jetzt super stolz drauf sein muss, weil es ist ja einfach nur Demokratie. Es ist gelebte Demokratie. Wir haben den Leuten eine Wahl gegeben. Natürlich hatten wir auch gute Voraussetzungen dadurch, dass unsere Wettbewerber, über 25 Jahre eine sehr, sehr starke Überhand hatten. Das heißt, man wird ja irgendwann, in der freien Marktwirtschaft sagt man, man wird betriebsblind, man hat Lust auf Neues. Das ist natürlich unstrittig, da brauchen wir überhaupt nicht weiter drüber zu reden. Das ist auch etwas, was uns geholfen hat. Aber wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben uns ein Wahlprogramm aufgelegt und wir haben gesagt, wir möchten wirklich was verändern. Wir möchten Jung und Alt an einen Tisch bringen. Und möchten wirklich das kommunale Leben wieder beflügeln. Deswegen darf ich ja auch, normalerweise heißt es ja Ladies First, aber ich darf heute vor Lisa sprechen, weil so handeln wir das ja in der FDP bei den Freien Demokraten. Wir machen das Bottom-up-Prinzip. Deswegen darf die Kommune vor dem Land sprechen. Und in der Kommune ist ja das wirkliche Leben. Das soll nicht keine Wertschätzung gegenüber Landes- und Bundespolitik sein, aber wir müssen ja mit allen Entscheidungen leben. Das heißt, wir sind, wenn ich jetzt meine beiden Amtskollegen mal angucke, wir sind ja die Entscheidungen vorgesetzt bekommen und die sie dann wirklich auch am offenen Herzen umsetzen müssen. So ist das gerade auch mit diesem Dreiklang, mit diesem Negativ-Dreiklang, mit dem wir sind alles ländlicher Raum, mit dem Sie genauso zu kämpfen haben, wie wir das haben. Wir haben erstmal einen Klimawandel. Wenn ich hier rausgucke, sehe ich Kalamitäten, Borkenkäfer, der bei uns im Regenschattengebiet im Sauerland natürlich genauso ist wie hier in Waldeck-Frankenberg oder hier direkt vor der Kellerwaldhalle. Dann der zweite Part des Dreiklangs ist die Pandemie. Da waren auch die Kommunen diejenigen, die umsetzen mussten. Und da muss ich sagen, wir hatten so viele, nicht wir hatten, sondern wir haben immer noch so viele Projekte vor der Brust und hatten auch oder haben immer noch so viele Wünsche, die wir umsetzen müssen, aber die Pandemie hat uns einen wirklichen Strich durch die Rechnung gemacht. Und kaum ist die Pandemie vorbei, wo wir gedacht haben, und da spreche ich wirklich aus tiefster liberaler Seele, man kann Freiheiten einfangen, aber es ist wirklich schwer, Freiheiten loszulassen. Ich war froh und dankbar, dass wir nun endlich eine liberale Politik auch im Bund hatten, die uns eine wirkliche Öffnungsperspektive gibt. Ich bin ganz klar kein Corona-Leugner. Ich weiß, dass es eine schlimme und tragische Krankheit ist, die auch viele, viele in Mitleidenschaft gezogen hat. Aber wir können eine Gesellschaft nicht komplett einschließen. Deswegen war ich froh, mit Aufwind in das Jahr 2022 aus der Pandemie heraus wieder etwas zu bewirken, wieder etwas umzusetzen. Denn ich bin seit 1.11.2020 im Amt. Das heißt, ich habe komplett über meine bisherige Amtszeit den Hemmschuh der Pandemie getragen. Der hat mich auch bis jetzt nicht losgelassen. Und da habe ich einmal gedacht, die Schnüre würden sich jetzt öffnen und ich könnte ihn abwerfen. Da kommt dann dieser schlimme Angriffskrieg von Wladimirovich Putin. Und ich muss sagen, was uns da noch erwarten wird, das ist heute noch nicht absehbar. Fakt ist eins, wir sind erst am Anfang dieser Entwicklung. Es ist zwar gucken in eine Blackbox, aber ich bin mir sicher, dass wir noch mit vielen Tragödien und einfach vielen Schicksalen auch leben müssen. Als Bürgermeister ist man der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, wen nehmen wir auf, wie nehmen wir ihn auf, wie bringen wir ihn humanitär unter. Da gilt natürlich auch das Solidarprinzip und da muss man sich seiner Verantwortung bewusst sein. Deswegen stehe ich heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge vor Ihnen. Zum einen bin ich natürlich froh, dass wir heute die Möglichkeit auf Begegnung haben. Ich freue mich gleich auf das, was wirklich wichtig ist. Nämlich nicht, dass ich vor Ihnen spreche und Sie mir zuhören, sondern dass wir uns gegenseitig zuhören. Das macht auch den kommunalen Alltag aus. Das ist nämlich ganz wichtig, auch für einen kommunalen Mandats- oder Amtsträger, dass er zuhören kann. Dass er eben weiß, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, was sie umtreibt und wo ihre Schwierigkeiten sind. Denn nur wenn man zuhört, kann man auch was verändern. Deswegen bin ich froh und dankbar, mich auch gleich noch ein bisschen unter Sie zu mischen. Ansonsten muss ich natürlich sagen, noch einmal auf unser Wahlprogramm zu sprechen zu kommen. Es ist nämlich wichtig, dass man Dinge nicht nur beschreibt, sondern dass man sie auch aufschreibt. Und das ist etwas,
ja, was, glaube ich, auch ein Stück weit zu unserem Wahlerfolg beigetragen hat. Dass wir ein echtes Wahlprogramm hatten, was es so einfach bei uns in der Stadt, was es sicherlich bei Ihnen das ein oder andere Mal gegeben hat, aber bei uns hat es das in dieser Form noch nicht gegeben. Wir sind einfach konkret geworden. Wir haben uns natürlich auch, ich sage nicht der Gefahr, sondern der Herausforderung gestellt, dass man uns an unseren Taten messen wird. Das heißt, ich habe es anfänglich gesagt, wir haben Vorschusslorbeeren gekriegt. Das ist aber kein Problem für uns, weil wir haben selber die Ziele abgesteckt. Und daran werden wir in 5 Jahren, denn so lange dauert die Wahlperiode, auch gemessen. Und daran möchten wir uns auch messen lassen. Wir möchten nicht sagen, wir sind angetreten, vielen Dank, dass wir 6 Direktmandate, insgesamt 9 Mandate Bürgermeister gestellt haben, sondern wir haben erstmal einen Umschwung geschaffen. Das ist klar. Aber den Umschwung schaffen und den Umschwung halten, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Und da bin ich einfach froh, dass ich über den Verbund in der liberalen Politik bei der FDP einfach komplette Rückendeckung bekommen. Es ist nämlich schön, das werden allerdings die Kollegen bei CDU, SPD und auch bei den Grünen haben, aber eine Struktur zu haben. Und die muss widerständig sein. Und dafür stehen die Freien Demokraten. Es ist nämlich gut, wenn man mal eben das Handy ans Ohr nehmen kann und kann seinen Minister anrufen. Letzte Woche konnte ich mich noch mit Christian Lindner zu den Themen Wirtschaft und Finanzwesen austauschen. Und wir sind auch, es war natürlich nur ein kurzes Gespräch, aber wir sind auch auf eins gekommen, dass es natürlich in der Krise schwierig ist. Und in der Krise ist es auch einfach, Oppositionsarbeit zu leisten und mit dem Finger aufeinander zu zeigen. Das haben wir im vergangenen Jahr bei dem scheidenden oder gescheiterten Gesundheitsminister gemerkt und das merken wir auch jetzt beim kommenden. Und ich bin mir sicher, egal wer gerade diese Position inne hätte, es wäre schwierig. Und so ist es natürlich auch, wenn wir wirklich Entlastung schaffen wollen. Aber dann auf einmal Kriegskassen, und damit meine ich Kriegslieferungen, Waffenlieferungen, Rüstungslieferungen ausbringen müssen. Das ist natürlich schwierig. Da muss ich auch sagen, da kann man das Kind auch direkt beim Namen nennen, aber das ist auch nicht wortbrüchig. Und das ist wichtig, dass wir das auch unter der Bevölkerung teilen, dass man hier nicht über Wortbruch oder sonstige Geschehnisse spricht, sondern wirklich über Umsetzung von Realpolitik. Umsetzung von Realpolitik vergleiche ich dann mit Umsetzung der Politik in der Kommune, die mir sehr, sehr viel Spaß macht und wo ich auch alle nur animieren kann, bringen Sie sich ein, denn nur wer sich einbringt, kann auch was falsch machen und wird dann auch entsprechend sich verbessern können. Wichtig ist, dass wir auch Scheitern immer als eine Chance sehen, weil Scheitern gibt es nicht, sondern es gibt ja nur Lernprozesse. Und ja, an dieser Stelle freue ich mich auf das, was gleich wirklich wichtig ist, nämlich den Austausch mit Ihnen und mit euch. Und gerne stehe ich gleich für weitere Fragen zur Verfügung. Vielen Dank. Aus Hallenberg angereist, Enrico Ebner, Bürgermeister mit einem fulminanten Ergebnis und jetzt in der Realität angekommen, der Kommunalpolitik. Corona, Bergdorf geht nicht, das ist also ein Feriendorfprojekt in Hallenberg, geht nicht so richtig vorwärts. Es gibt viele andere Dinge, wo man dicke Bretter bohren muss. Das ist nun mal bei den Hochsauerländern normales Tagesgeschäft. Trotzdem macht immer noch Spaß. Macht sogar nach fast 1,5 Jahren, kann ich ja sagen, macht es immer noch richtig Spaß. Also die Bretter sind dicker geworden, das muss einem natürlich bewusst sein. Das war mir aber auch vor der Wahl schon bewusst. Das heißt, im Wahlkampf war es natürlich auch schon klar, die gute Bank, die wir immer hatten, das Geld, was aus dem kommunalen Eigenforst immer noch zugeflossen ist, das war versiegt durch die Kalamität. Dann kam Corona, so ehrlich bin ich natürlich auch, in 2020, wo der Wahlkampf war, da habe ich immer noch gedacht, naja, Corona, das wird wohl in 2021 irgendwann kein Thema mehr sein. Inzwischen sind wir 2 Jahre schlauer und wir wissen, dass dieses Thema nachhaltig ist, auch nachhaltig für die Kommunen. Und wo man gerade denkt, es geht wieder ein Stück weit bergauf, dann kommt die Ukraine-Krise und eine Kommune ist auch ein Verbraucher, das heißt auch Verbraucherpreise, wir sind da auch abhängig, das heißt die Einschläge, kommen immer in kürzeren Takten. Nun ist ja Hochsauerlandkreis, Hallenberg sind ja Touristenregionen. Man hat eigentlich ganz gut von den niederländischen Gästen gelebt, von den Grubenponys, wie wir hier so liebevoll sagen. Also aus dem ehemaligen Ruhrgebiet, die Gäste, die durchaus seit Jahrzehnten da ihre Ferien verbringen, die dann mit einem Schlag quasi weggebrochen sind, ne?
Das ist so. Also wir haben natürlich auch große und auch hochklassige Destinationen, Hotels, Gasthöfe, Ferienwohnungen. Da hat es Einschläge gegeben. Da sind wir auch immer im Austausch mit dem entsprechenden Touristikverband. Hallenberg wird ja auch mitvermarktet durch die Touristik- und Wirtschafts GmbH von Winterberg. Das heißt, unter der Marke Winterberg werden wir auch mitvermarktet. An sich bin ich froh bei aller Unterstützung, die wir natürlich dem Gastronomie- und Hotelleriegewerbe entgegenbringen müssen, weil das waren Probleme. Das lief gerade wieder gut und läuft jetzt auch hoffentlich bald wieder gut. Aber der Standort Hallenberg ist sehr divers aufgestellt. Also wir haben das Glück, dass wir bei 4.500 Einwohnern rund 1.800 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze haben und die sind natürlich auch stark industriegeprägt. Also da haben wir schon einen guten Mix, was den Standort betrifft. Dann ist natürlich die Nähe nicht weit von Hallenberg entfernt. Großer Industriestandort, zwar schon auf hessischer Seite, aber viele Arbeitnehmer kommen aus dem zwischen Winterberg, Medelohn, Medebach. Das ist wieder eine eigenständige Gemeinde, aber die fahren dann durch Hallenberg, nutzen ihre Straßen. Die B236, ja. Das wirkt sich natürlich auf die Kaufkraft auch in Hallenberg aus. Wenn Sie jetzt so gucken, ist natürlich immer schwierig, Glaskugel, aber man macht ja einen Plan, man muss sich ja ein bisschen nach der Haushaltssäcke strecken. Was wären jetzt so für Sie in Hallenberg die außer dass Hallenberg vielleicht ein neues Logo bekommt, wie Sie sehen, ich lese mit. Das ist gut. Für Sie so die dringendsten Punkte, die Sie sagen, da müssen wir was machen. Also das neue Logo, das ist ja jetzt nicht nur ein neues Logo, was wir planen, gegebenenfalls, sondern das ist ja vollumfänglich. Wir wollen einfach Hallenberg im Gesamtkontext als attraktiven Standort darstellen. Mhm. Denn was brauchen wir? Also mein Ziel ist, das werden Sie nirgendwo niedergeschrieben finden, aber das sage ich immer mündlich, deswegen auch gerne heute. Mein Ziel ist Hallenberg 5000, dass wir von 4.500 wieder auf 5000 Einwohner kommen. Das heißt, wir müssen auch junge Familien beispielsweise an unseren Standort holen. Für uns ist es wichtig, dass wir weiterhin städtische Bauplätze zu ordentlichen Preisen vorhalten. Dann haben wir das Glück, dass wir noch Industriefläche haben in unserem Industriegebiet Lembach. Da haben wir noch circa 3,5 Hektar freie Industriefläche, die wir dieses Jahr auch erschließen. Da geben wir über 500.000 aus, dass wir die einfach hydraulisch erschließen, dass wir sagen, wenn jemand kommt und der möchte in Hallenberg Arbeitskraft schaffen, der möchte Arbeitsplätze schaffen, dann sind wir halt direkt bereit. Er kann sofort anschließen, er kann sofort bauen und das ist halt so ein Gesamtkontext. Aber dann gucken wir natürlich, dass wir die... Entschuldigung. Ja, aber es ist natürlich so, dass es die Seite Arbeitsplätze schaffen. Jetzt ist für Hallenberg die junge Familie, sagten Sie ja, die gern bauen möchte, ist ja, weil eben, wie gesagt, das obere Edertal ist als großer Arbeitgeber in der Nähe wirklich nicht weit zu fahren. Dann ein Felgenhersteller um die Ecke und noch ein paar andere Industrien. Was hat Hallenberg zu bieten? Eine Schule, Ärzte, Schwimmbad, das fragen ja die Leute. Und wo habe ich die Kinderbetreuung? Genau. Also Hallenberg hat viel zu bieten. Hallenberg hat natürlich neben kulturellem Angebot, denken wir da nur an Kunst im Kump, diesen Monat ist noch eine Ausstellungseröffnung, dann Freilichtbühne läuft jetzt wieder an mit Kinder- und Erwachsenenstück. Das ist die ganze kulturelle Schiene und freizeittechnisch. Ich sage immer bei uns, wir haben sanften Tourismus und so haben wir auch sanfte Freizeitangebote. Wir werden jetzt diesen Monat noch einen Waldwasserwandelweg eröffnen, wo man halt die Entstehung des Waldes und auch diesen Umbruch, in dem wir uns gerade befinden, warum ist Trockenheit vorhanden, den werden wir da schematisch darstellen, dass man einfach auch ein breites Freizeitangebot hat. Genauso ist das, wissen Sie sicher, das Hallenbad ja ertüchtigt worden und mit Naturbad, mit den Sportstätten. Also wir probieren mit einfach. Ärzte, Apotheken. Da sind wir glücklicherweise gut aufgestellt. Ja. Das ist natürlich was, da machen wir uns im interkommunalen Verbund. Land aufs Arzt ist ein LIDA-Projekt gewesen. Da haben wir noch nicht mitgemacht, haben uns aber die Option offen gehalten, gegebenenfalls später einzusteigen, weil wir sind in der glücklichen Situation, in unserem kleinen Ort beispielsweise noch 3 Hausarztpraxen zu haben. Das ist glücklich. Unglücklich ist die KV-Grenze. Zu Hessen, da gab es früher mal ja schwere Probleme mit der Hausärztin in Bromskirchen, weil am Ortsschild von Bromskirchen ja eine andere ärztliche Verrechnungsstelle zuständig ist und die mit Hessen dann nichts am Hut hatte. War also da, ja,
Ja, ich glaube, da ist die Verrechnung inzwischen ein Stück weiter, weil ich sage immer, Föderalismus ist zwar gut für Deutschland, aber die Grenzen existieren noch nur in den Köpfen. Also ja, deswegen bin ich ja heute auch in Waldeck-Frankenberg. Das sind Verwaltungsgrenzen letztendlich, aber die manchmal das Leben ein bisschen schwerer machen. Ja. Ne? Die Zusammenarbeit ja mit zum Beispiel in den Feuerwehren, ich weiß es, wenn in einem Sägewerk in der Nähe da mal brennt, sind die Hallenberger Kameradinnen und Kameraden auch immer dabei. Andersrum ist auch Sompler und Bumskirchen ganz schnell in Hallenberg zur Unterstützung. Genau. Dann hat man gemeinsam Wasserprobleme zu lösen mit der Leitung. Mit der Bohrung gab ich da zwischen irgendwo war mal. Genau, es gibt zwei Tiefenbrunnen in der Struth, da bezieht Brumskirchen und auch die Stadt Hallenberg das Wasser. Aber wir haben auch eine Verbindungsleitung bei den Hochbehältern. Das heißt, der eine, wir sind da redundant, der kann dem anderen aushelfen, und das tun wir auch. Und auch bei der Abwasserklärung arbeitet man eng zusammen. Ne? Genau. Ja, also wir sind da in frequentem Austausch. An der Stelle ist also die Völkerverständigung zwischen Nordrhein-Westfalen und Hessen. Mein Kollege Ottmar Vöpel ist ein sehr, sehr guter Kollege. Auf einem guten Weg. Man wurde vorhin gesagt, man muss bis Marburg 70 Kilometer fahren. Das stimmt ja nicht so ganz. Selbst Kassel ist noch in Schlagweite. Also wenn jemand Kultur haben möchte, Marburg, Kassel, selbst Paderborn sind über Brilon oder der Autobahn eigentlich gut zu erreichen von da aus. Das heißt, das sind eigentlich schon Argumente für junge Familien. Ne? Ja, und wir merken das jetzt auch gerade wir sind ja noch in der Corona-Pandemie, aber die ländlichen Regionen sind ja wieder attraktiv. Und solange wir daran arbeiten und die Möglichkeit haben, Breitbanderschließung auch zu tätigen, und da sind wir in Hallenberg eigentlich auf einem ganz guten Weg, also wir haben eigentlich kaum unterversorgte Gebiete, dann ist es ja auch wieder interessant, aufs Land zu ziehen. Bei uns sind die Preise, obwohl die Preise generell deutschlandweit gestiegen sind, aber die Baupreise, die Landpreise sind ja noch erschwinglich. Sie zahlen aktuell 56 Euro erschlossen bei uns im Neubaugebiet. Ich denke, das ist erstmal ein Benchmark, da muss man in andere Kommunen erstmal gucken. Wenn ich dann sage, ich kann von zu Hause aus arbeiten, dann sind wir ein attraktiver Standort, an dem gerne Kinder groß werden können oder ich kann auch meinen Lebensabend dort verbringen. Also da ist für jede Generation eigentlich was dabei. Wer einmal Schützenfest in Hallenberg und in Braunshausen mitgemacht hat, der will sowieso nicht mehr weg. Jetzt haben Sie gesagt, der kann nicht mehr weg. Ja, und das werden wir dieses Jahr ja wieder tun. Ja. Hebner, vielen Dank. Erstmal viel Glück für die weitere 4 Jahre noch, ne? Oder 3,5. Ja, 3,5 sind es inzwischen noch. Ich habe schon ein bisschen was hinter mir inzwischen. Sie haben ja noch eine Landtagswahl an den Hacken hier in Nordrhein-Westfalen. Muss man sehen, wie es ausgeht. Da haben wir natürlich auch in der Region einen starken CDU-Kandidaten. Einen Bundesvorsitzenden. Der sitzt dort und hat natürlich auch Strahlkraft, ganz klar. Ja, und zwei Zugpferde sitzen in Berlin. Und unter anderem ein Vize-Fraktionsvorsitzender. Also wir sind im Sauerland, was die Bundespolitik betrifft, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, ob das so honoriert wird im Moment von den Wählern, das lassen wir mal dahingestellt sein. Das kann der Bürgermeister auch nicht beeinflussen. Nein, kann er nicht. Es sei denn, er spendiert Hallenberger Bier kurz vor Wahllokal. Hebner, erstmal vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Enrico. Das war ein spannender Input, den nehmen wir natürlich gerne mit und es darf sich auch gerne jeder inspiriert fühlen, das ähnlich anzugehen, wie die Hallenberger das gemacht haben, einfach mal in der Gemeinde 50% nehmen. Was war es am Ende genau? FDP-Ergebnis? 48% FDP-Ergebnis und auch direkt gleich den Bürgermeister mitstellen. Das ist ja wohl so mal das Mindeste. Ne? Da fangen wir jetzt auch mal mit an hier in Waldeck-Frankenberg, das wäre ganz schön. Enrico hat eben was gesagt, nur wer sich einbringt, der kann auch was falsch machen und dann das auch korrigieren. Das will ich gerne tun. Natürlich möchte ich auch noch denjenigen Ehrengast begrüßen, mit dem ich normalerweise vorher über die Ehrengäste spreche. Das mache ich jetzt an der Stelle auf jeden Fall ganz gerne. Natürlich unseren Ehrenvorsitzenden im Kreisverband Waldeck-Frankenberg, Heinrich Heidel. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Heinrich. Außerdem habe ich noch eine kleine, natürlich auch wieder die Lehrerkrankheit, eine kleine Aufmerksamkeitsprobe für euch alle eingebaut. Ich weiß nicht, ob es jemand gemerkt hat, die Flyer liegen ja teilweise auf den Tischen. Daher steht ja auch der Name unserer nächsten Rednerin dann auch drauf. Ne? Selbstverständlich ist das nicht dieser Freitag, wie sie letztes Jahr
noch hieß, sondern Lisa Deißler. Kleine Korrektur an der Stelle. Und als nächstes möchte ich noch kurz, wie das dann auch so üblich ist, bei Information und Unterhaltung, das versuchen wir ja heute Abend zu kombinieren, bei Information und Unterhaltung gibt es auch in anderen Bereichen immer mal einen kleinen Werbeblock. Und auf den nächsten Werbeblock freue ich mich ganz besonders, denn in den letzten Monaten gab es erheblichen Zuwachs bei den Liberalen in Waldeck-Frankenberg. Vielleicht noch nicht so ganz so stark in der FDP, aber bei den Julis. Da tut sich gerade einiges, wenn man das mitkriegt, was da an Aktivität eingebracht wird, an Mitgliederzuwächsen. Das macht mich einfach froh und stolz. Also ich bin ja selbst auch Juli, ich bin ja tatsächlich, darf mich auch noch so nennen als Ehrenmitglied der Julis vor Ort und bin ja auch 2009 über die Julis in die FDP gekommen. Und an der Stelle würde ich dann mit unserem Kreisvorsitzenden der Jungen Liberalen Waldeck-Frankenberg, Dario Bruns, um ein kurzes Grußwort bitten. Bitte schön, Dario. Ja, danke schön. Ja, meine Damen, meine Herren, ich freue mich heute nicht nur als Mitglied der FDP, sondern vor allem als Sprachrohr der Jungen Liberalen Waldeck-Frankenberg ein paar Worte an euch richten zu dürfen. Es war im November letzten Jahres, als ich mit meinem Vorgänger und in dem Zeitpunkt dem Kreisvorsitzenden Finn Rodeweg ein Konzept aufstellte. Es ging explizit um die Verbandsausrichtung und die Neumitgliederakquise im nächsten Jahr, also diesem Jahr. Wir entwickelten eine ausgeklügelte Social-Media-Kampagne, dessen Aktivität bis heute mit rund 3 bis 5 Posts pro Woche selbst den Landes- und Bundesverband positiv auffällt. Seit der Bundestagswahl stehen wir in einem bedeutenden Aufschwung. Wir wollten gezielt Interessenten und potenzielle Mitglieder abholen, wo sie uns mit offenen Armen empfangen. Und das Ergebnis lässt sich sehen. Noch im November gründet sich hier in Frankenau mit Max Krämer ein starker lokaler Ortsverband. Um die Gründung fanden sich rund 15 neue Mitglieder allein im November im Kreisverband ein. Im März folgten weitere Ortsverbände. Korber Föhl mit Loris Pilladi als Vorsitzende und in Frankenberg mit Marvin Kölling an der Spitze, ist leider heute nicht hier. Ja, bis heute verzeichnen wir seit der Bundestagswahl rund 25 Neumitglieder. Wir erhielten unser 50. Mitglied, haben nach einem langen Abend unsere erste eigene Satzung, besitzen eine viel übersichtlichere Webpräsenz als vorher und sind bei weitem viel besser aufgestellt in der Frage Neumitglieder als jemals zuvor. Wir sind stark mit 3 Mitgliedern im Bezirksverband oder im Bezirksvorstand so und mit Olivia Hartl im Landesvorstand. Wir sind gierig nach liberaler Politik, wir sind gierig nach innovativen Ideen, wir sind gierig nach Veränderungen. Und unser Kreisverband sollte das beste Beispiel dafür sein. Regelmäßig, fast schon wöchentliche Treffen, ob liberaler Stammtisch, außerordentliche Kreismitgliederversammlung oder der allseits beliebte programmatische Freitag. Die Kreisverbände in Essen werden auf dem nächsten LAGO wahrscheinlich sehr verblüfft gucken, wenn 12 Top-Anträge aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg in die Seele flattern. Mit uns kann man absolut und uneingeschränkt mit personeller, aber auch mit programmatischer Unterstützung rechnen. Siehe vorhin die Bedienung durch den Ortsverband Frankenau. Das gilt für den Kreisverband, aber auch für alle Ortsverbände der FDP Waldeck-Frankenberg. Flyer, wie der Jochen eben schon einmal angedeutet hatte, liegen auf dem Tisch, nehmt sie mit. Wir brauchen neue, noch mehr. Wir wollen stark sein. Meine Damen und Herren, wir sind ready. Ihr auch. Dankeschön. Vielen Dank, Dario.
Ja, jetzt darf ich unsere Rednerin ankündigen und auch dazu nur kurz der Hinweis, wie die Verbindung sozusagen auch irgendwie entstanden ist. Ich bin ja 2009 zu den Julis gekommen in Marburg und meine Verbindung zu Marburg, dort habe ich studiert, die ist bis heute aufrecht. Und wenn man dort bei den Julis aktiv ist und deren Debattenfreude so aufsaugt, das mache ich bis heute gerne, dann achtet man natürlich auch immer drauf, wer bringt denn da neue Impulse rein. Und irgendwann tauchte dann dort Lisa, damals noch Freitag, heute Deißler, auf und man merkte gleich, oh, da, sie hat da früh und viel Verantwortung übernommen als Kreisvorsitzende, schnell eingestiegen und man merkte, da weht aber jetzt hier auch ein ganz anderer Wind. Und dann kam außerdem noch das Engagement im Juli-Landesvorstand. Tja, und schließlich dann eben die Kandidatur bei der Landtagswahl 2018 und jetzt dann das Nachrücken in den Landtag. Und das ist eine spannende Karriere, nenne ich das jetzt so. Das ist interessant und wir wollen darüber gerne mehr erfahren von dir, Lisa. Und dementsprechend erteile ich dir dann jetzt das Wort. Herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Jochen. Ich habe mich jetzt, auch wenn das jetzt so oft gesagt wurde, etwas weniger aufs Zuhören an dieser Stelle eingestellt. Ich hoffe, damit sind alle einverstanden. Auch werde ich nicht ganz so viel zu mir sagen, weil ich glaube, es gibt wahnsinnig viele spannende Themen. Also gerade im ländlichen Raum, da weiß man ja fast gar nicht, wo man anfangen soll. Aber erstmal freue ich mich, dass wir jetzt mit etwas Verzögerung, und man merkt, dass so wird aus dem Neujahrsempfang ein Frühjahrsempfang, Corona ist dann eben doch noch nicht vorbei, hier zusammenkommen, dass ich eingeladen wurde. Und ich will das ganz kurz dann doch noch machen, mich vorstellen. Mein Name ist Lisa Deißler. Ich bin jetzt heute den letzten Tag 28 Jahre jung. Mein neuer Job seit Oktober ist Landtagsabgeordnete für die Freien Demokraten hier in Hessen. Ich komme aus dem wunderschönen Marburg-Biebenkopf, also ein Landkreis, der sowohl das ländlich Geprägte kennt, als auch Marburg als Oberzentrum. So sieht man das bei uns. Ich komme ursprünglich aus NRW, da würde man über eine Stadt wie Marburg eher schmunzeln. Und der Neujahrsempfang ist für mich dafür da, den Blick nach vorne zu wenden. Aber bevor wir das machen, nehme ich Sie einmal noch mit. Ganz kurz schauen wir nochmal in den Rückspiegel der vergangenen Tage. Denn ich weiß ja nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber freuen Sie sich auch so, wenn andere da draußen sagen, Mensch, die FDP, warum setzt sie sich in der Ampel denn so durch? Haben Sie auch eine diebische Freude, wenn Sie mal wieder in einer überregionalen Zeitung lesen, dass die kleine FDP, der kleinste Koalitionspartner, mal wieder etwas verhindert hat? Also ich muss sagen, ich freue mich darüber wahnsinnig. Ich bin stolz auf unsere Truppe in Berlin und ich hoffe, dass es so weitergeht. Und jetzt kommen wir zurück ins wunderschöne Waldeck-Frankenberg. Was fällt denn hier auf? Die Luft ist gut. Es gibt keine verbaute Sicht, man hat lange Wege, das gehört dazu, aber man hat auch viel Platz. Aber so schön wie es hier ist, ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die könnten auch hier noch etwas besser laufen. Denkt man zum Beispiel an die digitale Infrastruktur oder an die mobile Infrastruktur. Also ich bin von Marburg mit dem Auto gerade hierher gefahren und wollte einfach ein Telefonat führen, ganz banal. Keine Chance, keine Chance. Zwei Funklöcher haben mich völlig rausgeschmissen und eins hat mich zu einem Stopptanz werden lassen auf der anderen Seite der Leitung. Aber gut, das ist ja leider nicht das einzige Problem, denn Glasfaser ist das, was wir an jeder Schule brauchen, an jeder Straße, in jedem Unternehmen. Denn nur dort, wo wir schnelles Internet haben, wird sich ein Unternehmen ansiedeln. Nur dort wird jemand in die eigene Infrastruktur eines bestehenden Unternehmens, seiner eigenen Firma investieren. Und nur dort werden sich die Leute entscheiden, auch hinzuziehen. Und was für mich unweigerlich zum ländlichen Raum gehört, ist natürlich die Landwirtschaft. Und die Krise in der Ukraine, der Krieg, hat uns, glaube ich, in aller Deutlichkeit gezeigt, wie wichtig es ist, über die heimische Landwirtschaft wieder zu reden und nachzudenken. Und ein weiterer Punkt, der mich auch bewegt, über den ich heute neben der Landwirtschaft sprechen möchte, das sind die Hochschulen. Hochschulen sind nichts, worüber man nur mehr in den Oberzentren spricht, was den Oberzentren vorenthalten ist. Das ist mitnichten so. Schulbildung von der Kita bis zur Hochschule wird überall gebraucht.
Und ich freue mich sehr, dass wir die Entwicklung in den letzten Jahren auch dahingehend haben, dass auch Standorte ins Auge gefasst werden, die eben nicht mehr Riesenstädte sind. Also bei den Themen Hochschulen und Landwirtschaft, dabei belassen wir es mal heute. Ich freue mich, dass wir jetzt schon mal etwas über die Ukraine gehört haben, weil das Thema kann man ja doch nicht ganz aussparen. Zur Landwirtschaft. Was haben eigentlich freie Demokraten und Landwirtschaft, Landwirte gemeinsam? Warum beschäftigen wir uns als FDP mit doch so einer ganz kleinen Wählerschaft eigentlich? Also könnte man das nicht einfach außen vor lassen? Und können wir die überhaupt adäquat repräsentieren als freie Demokraten? Ich will Ihnen eins sagen, in der Tierhaltung, die Ställe sind heute so intelligent, Bauern schauen auf ihr Smartphone und sehen, dass ein Tier krank ist. Ohne diese Technik würden sie das erst Tage später merken. Also Innovation ist mehr Tierwohl. In der Forschung, durch Gentechnik, können neue Sorten ressourcenschonender eingesetzt werden. Manche Düngemittel werden vielleicht überflüssig oder sie werden einfach viel, viel genauer dosiert. Das bedeutet Umweltschutz, Tierwohl und das für Erzeuger und Verbraucher gleichermaßen. Im Ackerbau, Precision Farming, da erkennt eine Optik, was die einzelne Pflanze braucht. Da wird ganz genau bis auf den Millimeter vermessen, gedüngt, die Zusammensetzung bestimmt, das aufs Feld aufgegeben. Und das ist Innovation, die auch wieder umweltschonend und vor allem kostensparend ist. Eigentum und Verantwortung, das sind doch liberale Werte. Landwirte wünschen sich, dass Politik ihnen auch wieder mehr zutraut. Statt auf Regulierung und Bürokratie zu setzen, das ist ja ein hehrer Wunsch mittlerweile bei vielen Parteien der politischen Landschaft, wollen wir generell mehr Freiheit und Verantwortung an die Bürger geben, an die Landwirte geben und das verbindet uns. Denn hier brauchen wir ganz klar Vertrauen statt Misstrauen. Zu Innovationen. Wir glauben, dass Innovationen die großen Probleme der Zeit lösen, nicht Verzichte und Verbote. Landwirtschaft ist eine der innovativsten Branchen überhaupt und eine, Klammer auf, der unterschätztesten. Also auch hier brauchen wir Technologie, Offenheit statt Denkverboten. Und als ersten Punkt starte ich direkt mal mit der provokanten These, der Landwirt als aussterbende Spezies. Denn das ist etwas, was uns alle aufhorchen lassen sollte. Und nicht nur die Menschen in den ländlichen Regionen, im ländlichen Raum, sondern auch in den Städten. Die Landwirtschaft erlebt schlechte Zeiten und ganz besonders betroffen davon sind die Tierhalter. Eine kleine Anfrage von Stefanie Wettekamp im Kreistag, erst diese Woche wurde sie publik, also die Zahlen sind quasi noch druckfrisch, hat man die Entwicklung der letzten 10 Jahre hier in Waldeck-Frankenberg gesehen, der Nutztierhalter. Das haben wir ein Minus von 6% bei der Rinderhaltung. Das ist noch okay, weil im Landesdurchschnitt waren wir bei 11 und deswegen ist das eine Zahl, wo man sagt, okay, man bewegt sich noch mit dem normalen Flow. Über die grundsätzliche Entwicklung kann man sich an anderer Stelle streiten. Aber schaut man sich jetzt im Landesschnitt mal die Zahlen der Schweinehaltung an, dann ist höchste Alarmbereitschaft geboten, denn die sind wirklich übel. Im Landesschnitt sind es allein schon 20%. Und hier in Waldeck-Frankenberg sind wir bei einem Minus von 38%. Und ich glaube, die Erklärung muss man gar nicht lange suchen. Corona hat sein Übriges dazu getan. Gerade bei den Schweinebauern ist es ja so, wenn ein großer Schlachthof wie Tönnies einfach zumacht, weil er kein Personal hat, haben es alle in den Medien gelesen, da waren zu viele erkrankt, dann hat man den Betrieb zugemacht, dann ist das für die Schweinehalter hier vor Ort ein Riesenproblem. Und das hat große Probleme verursacht in den Lieferketten und dazu gab es ja allgemein noch globale Lieferketten-Schwierigkeiten. Was Ihnen allen bekannt sein wird, ist, dass ganz viel Schweinefleisch nach China exportiert wird. Das ist natürlich ein Beschleuniger, ein Brandbeschleuniger in dieser Debatte und dadurch werden die Marktpreise weiter belastet. Das hat wahrscheinlich den Schweinebauern hier vor Ort nochmal den Rest gegeben.
Und die Gründe für diese Entwicklung liegen aus unserer Sicht in erster Linie in der verfehlten Agrarpolitik der letzten Jahre. Tierwohl ist uns natürlich auch wichtig, aber es kamen immer mehr neue Vorschriften, die die Landwirte umzusetzen hatten. Und das ist vielleicht ein Tempo, was man da den Leuten zugemutet hat, das haben wir in der Gastronomie vielerorts gesehen. Man denke, NRW, da, bei euch war es ja ganz cool mit dem Rauchverbot und so ähnlich ist es auch bei der Landwirtschaft. Ein ganz praktisches Beispiel zeigt dieses Dilemma vielleicht. In der Zuchthaltung war es so, dass 2014 ein neuer Standard angelegt wurde. Also Ställe, die damals als tiergerecht galten, galten es dann nicht mehr und mussten umgebaut werden. So weit, so gut. Die, die sich für einen Umbau entschieden haben, haben aber Kredite für 20 Jahre aufgenommen. Sie erinnern sich 2014, jetzt haben wir 2022, heute haben wir schon wieder einen neuen Standort. Und da frage ich Sie, wie soll das denn gehen, wie soll man denn da mitgehen? Soll man vor Kreditende noch einen neuen Kredit aufnehmen, um sich wieder den neuen Maßnahmen anzupassen? Das ist absurd. Und damit muss Schluss sein. Wir Freien Demokraten fordern daher, auch in Hessen, Planungssicherheit. Denn wir haben die höchsten Tierhaltestandards weltweit. Sie jetzt noch weiter zu verschärfen und immer weiter zu verschärfen, führt nur zu einer Verdrängung. Es führt nur zu einer verhöhten Produktion im Ausland und damit eigentlich ja wieder zu niedrigen Standards und zu dem Schaden der heimischen Wirtschaft. Das dürfen wir nicht zulassen. Internetabdeckung 5G an jeder Milchkanne. Erinnern Sie sich noch an diesen Satz? Im Jahr 2018 hat die damalige Bundesbildungsministerin Karliczek, Sie werden das Gesicht von ihr nicht mehr vor Augen haben, ich auch nicht, das ist aber auch nicht schlimm, man fragt sich ohnehin, was eine Bundesbildungsministerin mit 5G zu tun hat oder gar mit Milchkannen. Aber sie sagte damals, ich zitiere, wir brauchen 5G ja nicht an jeder Milchkanne. Eine Aussage, die damals für Aufsehen sorgte. Aber wo stehen wir denn jetzt? 4 Jahre später. Von flächendeckender 5G-Versorgung sind wir weit entfernt. Es wäre ja schon fortschrittlich, wenn ich mich in Korbach gleich in den Zug setzen könnte und wieder zurück nach Marburg fahren könnte und wenigstens Internet auf der Strecke hätte. Aber auch das, keine Chance, sage ich. Man könnte wie Karliczek vielleicht auch noch argumentieren, wenn man das denn wollte, wenn man denn in einem Elfenbeinturm in einer Stadt säße, wo überall Glasfaser ist und sagen, naja, an Bahnstrecken im Wald, auf Feldern braucht man ja kein Internet. Und es reicht, wenn das Internet dann irgendwo dann da ankommt, wo auch die Industrie sitzt, wo auch immer das ist, das darf dann vielleicht der Minister, eine Ministerin beschließen. Ich glaube, eine solche kurzgedachte Argumentationskette zeigt nur eins, und das ist Unkenntnis von Land- und Forstwirtschaft. Im Rahmen der Digitalisierung der Landwirtschaft macht man sich vielleicht gar keine Vorstellung, wie hochkomplex das mittlerweile schon ist. Hunderte Sensoren an einer einzelnen Maschine leiten automatisiert Daten in Echtzeit weiter. Wie soll das bitte funktionieren, wenn selbst eine SMS 2 Minuten braucht? Und wie digital die Landwirtschaft jetzt schon ist, ich glaube, hier habe ich einen Raum voller Profis, da hinten ein Tisch voller maximal Betroffener. Das muss ich Ihnen eigentlich nicht erzählen, aber doch, wir müssen das wiederholen. Und gerade den Grünen müssen wir das erklären. Denen müssen wir das sogar richtig deutlich erklären. Auch SPD und Linken müssen wir das erklären. Und die Reden im Landtag sind so, als würden Landwirte hingehen, im Keller ein altes Fass finden mit einem toten Kopf drauf, denken, ach super, das hat der Opa schon genutzt, fahren das aufs Feld, machen den Deckel auf und rollen das übers Feld. So wird im Landtag darüber gesprochen, wie Landwirte ihre Felder bestellen. Und abgesehen davon, dass Landwirte das nie getan haben, dass sie ganz genau wissen, wie sie mit den Chemikalien vor Ort umgehen und auch Düngemittel, das ist, glaube ich, so teuer geworden ist, dass das heute keiner mehr einfach in den Abfluss gießt, ist das eine Mehr, mit der man dringend, dringend aufräumen muss. Auch hier gibt es inzwischen Hightech-Lösungen, da mache ich mir gar keine Vorstellung von. Ich mache normalerweise Hochschulpolitik und Justizvollzug, das passte nur jetzt heute hier nicht alles so gut, deswegen habe ich mir gedacht, bringe ich mal die Landwirtschaft mit, wie hochkomplex das ist. Ich habe es schon gesagt, da kann an der einzelnen Pflanze bestimmt werden, wie viel Mittel dort aufgebracht wird. Und
mit diesem Märchen, mit dieser Bio-Bauernhof-Romantik von Grünen, wo man sich vorstellt, es wird alles noch in Handarbeit gemacht und es ist seit Jahrhunderten in Familienbetrieb. Damit müssen wir aufräumen. Damit muss Schluss sein. Wir Freien Demokraten erkennen Landwirte nämlich als das an, was sie sind. Sie sind gut ausgebildete, in den heutigen Generationen meist studierte Agrarwirte, Experten im Bereich Chemie, Bodennutzung und alles, was dafür zu tun ist, um ihr eigenes Familienvermächtnis fortzuführen. Und das machen sie trotz der hessischen Regelungswut. Und das machen sie tierwohlorientiert und das machen sie mit einer Technologieoffenheit in ihren Hightech-Betrieben schon heute. Und um nochmal auf die Bauernhof-Romantik zurückzukommen. Ein Bauernhof, ein landwirtschaftlicher Betrieb, das ist kein Urlaubsziel für übermüdete, Burnout-gefährdete Städter, sondern das ist unsere Sicherung unserer Nahrungsmittel. Und meine Kollegin, die Wiebke Knell, die kennen Sie ja hier wahrscheinlich alle sehr gut, ich darf Sie auch ganz, ganz herzlich von mir an dieser Stelle grüßen, hat in der letzten Plenardebatte im Landtag die Ministerin Hinz mal darauf hingewiesen, dass jetzt ein Handlungsbedarf ist. Wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, wissen wir doch schon, dass die Kornkammer Europas geschlossen bleibt. Und die Ministerin ging da nonchalant einfach drüber hinweg. Sie machte sich gar etwas lustig. Und im Wesentlichen ist es ganz wichtig aus zwei Gründen. Das eine ist der gestiegene Düngemittelpreis. Denn schon als die Gaspreise hoch waren, stiegen diese immer weiter. Und der zweite ist, die Ernten in der Ukraine werden perspektivisch ausfallen. Und deswegen ist es wichtiger als je, weil auch auf Russland als Getreideexporteur werden wir nicht mehr setzen können. Auf dem Weltmarkt fehlen in absehbarer Zeit große Mengen Getreide und auch übrigens viele weitere Dinge, die uns nicht mehr zur Verfügung stehen. Jetzt kann man ja auch wieder sagen, gut, wir Europäer, wir werden uns das schon leisten können. Ja, die Preise werden steigen, aber wir werden uns das leisten können. Und ja, wir werden uns das leisten können, das wird mit großen Einschnitten für uns verbunden sein, aber bleiben wir mal bei denen, die sich das vielleicht nämlich nicht leisten können. Das sind die armen und die ärmsten Länder dieser Welt. Und das ist schon jetzt absehbar, dass es diese Krise geben wird. Was auf Hunger folgt, sind eigentlich immer blutige Konflikte. Jetzt fragen Sie sich, naja, was hat denn das jetzt mit Hessen zu tun? Agrarpolitik in Hessen, in Deutschland und in der EU hat in den letzten Jahren das Produktionspotenzial stetig weiter eingeschränkt. Durch Verbot von bestimmten Pflanzenschutzmitteln, durch Düngeverordnungen, durch einseitige Forderungen von ertragsschwächeren ökologischen Landbau. Und alle Maßnahmen waren stets geprägt von Verboten, Überregulierung und Bürokratie. Und in der Verteidigungs- und der Energiepolitik, das haben wir doch alle in den letzten Tagen und Wochen gesehen, hat man eine 180-Grad-Wendung vorgenommen. Maßnahmen, die noch im Januar undenkbar gewesen wären, wo ich übrigens auch ganz, ganz froh bin, dass wir als FDP das nicht machen mussten, weil ich glaube, dann hätte etwas anderes in der Zeitung gestanden, sind heute denkbar. So kaufen wir Gas in Katar. Die neue Realität erfordert also nicht nur eine neue Energiepolitik, sondern auch eine Umkehr in der Agrarpolitik. Und die Debatte, die wir dazu im Landtag geführt haben, war tatsächlich schlicht unwürdig. Die Grünen sagten sinngemäß, dass wir das, was wir ohnehin schon immer wollten, jetzt einfach aus der Mottenkiste kramen würden, ein altes Thema aufwärmen. Und jetzt müssen Sie sich das mal überlegen, der Vorwurf kam gerade von denjenigen, die jetzt ein Tempolimit fordern und jetzt sagen, dann esst halt weniger Fleisch, dann wird das Essen für alle reichen. Die SPD, könnte man ja jetzt meinen, da kam vielleicht nochmal ein klüger Vorschlag, immerhin sitzen Sie mit uns in der Oppositionsbank. Nein, die SPD meinte, ein Verzicht auf Pflanzenschutz noch weiter sei dringend notwendig und geboten. Denn sonst würde man ja einen Freifahrtschein für die Landwirte ausstellen. Und diese vergiften die Böden ja ohnehin seit Jahren und dies weiterhin, und weil sie so vergiftet sind, bräuchte man immer mehr Dünger und es sei ein Teufelskreis, den man jetzt endlich durchbrechen müsste. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir sagen, dass es beides braucht. Produktivität und Nachhaltigkeit. Nicht Nachhaltigkeit auf Kosten der Produktivität. Wir wollen keine Klima- oder Nachhaltigkeitsziele abschaffen. Das haben wir nie gesagt, das werden wir auch nie fordern.
Wir wollen den Zielen aber auch nicht unsere Produktivität opfern. Und damit muss Schluss sein mit diesem Irrsinn im Landtag, und deswegen fordern wir Freien Demokraten jetzt wieder zu einer Intensivierung der Landwirtschaft zurückzugehen. Eine neue Diskussion über den European Green Deal braucht es dringend, denn der sieht immer noch eine Flächenstilllegung von 4% im nächsten Jahr vor. Darüber hinaus kommt das Wort Ernährungssicherheit daran gar nicht vor, das könnte man an dieser Stelle sicherlich mal anbringen. Zweitens brauchen wir ein Aussetzen, zumindest temporär, der Düngebeschränkung in den roten Gebieten. Und drittens die Nutzung der stillgelegten Flächen. So, und da ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich auch Sprecherin für Hochschulpolitik bin, ist es mir ein Anliegen, gleich zu Beginn nochmal darauf zu weisen, dass Hochschulen eben wichtig sind. Und man sucht hier nicht nur händeringend Handyempfang an der einen oder anderen Stelle, auf der einen oder anderen Strecke, sondern von hier aus, ich habe es mal bei Google Maps nachgeschaut, sucht man auch eine Universität. Denn dafür muss man entweder 50 Kilometer fahren bis nach Kassel oder 50 Kilometer bis nach Marburg. Und in keinem Teil Hessens ist die Dichte an Hochschulen so niedrig wie hier in Nordhessen. Das ist eigentlich schon ein Irrsinn, weil was bedeutet das im Umkehrschluss? Junge Menschen, die studieren möchten, und das ist nun mal aktuell der Wunsch der allermeisten. Wir haben eine Akademisierung ganz vieler Berufe, die früher noch Ausbildungsberufe waren. Die müssen von zu Hause wegziehen. Das ist so, wenn sie an einer Hochschule, einer hessischen Hochschule, ihr Studium aufnehmen wollen. Das heißt, Unternehmen, die hochqualifizierte Arbeitnehmer ja dringend suchen, und das überall, aber in ländlichen Regionen ja natürlich mindestens genauso, müssen sie nachher bemühen, dass die Weggezogenen irgendwann wieder zurückkommen. Jetzt erinnern wir uns, jetzt ist das schlecht mit dem Internet, vielleicht auch schlecht mit dem Handyempfang, da wird es schon ganz schön dünn mit den Standortfaktoren. Und ja, auch ich selber bin aus dem Ruhrgebiet einst mal nach Hessen gezogen und bin hier quasi emigriert, fühle mich hier wohl, habe meinen Mann kennen und lieben gelernt, habe mich für Marburg als meine Wunschheimat entschieden, vertrete jetzt mit 136 anderen Menschen im Hessischen Landtag sie alle. Aber ich habe diese Entscheidung selber und freiwillig gewählt, und das ist der Unterschied. Wenn es mit der Stärkung des ländlichen Raums ernst meint, der sorgt auch dafür, dass eine Selbstbestimmung von jungen Menschen, und wir haben ja gerade gehört, wie die Entwicklung der Jungliberalen hier ist, dass die sich selber entscheiden können, wo sie denn eigentlich studieren wollen und wie weit sie dann vielleicht fahren und ob sie ausziehen möchten oder nicht. Ein wichtiger Punkt dafür ist das Studium Plus. Seit mehr als 20 Jahren gibt es in Hessen mit dem Studium Plus das Angebot, ein Studium und Berufspraxis miteinander zu verbinden. Und was einst mit einem einzigen Studiengang an der Technischen Hochschule Mittelhessen begann, ist heute das größte duale Studienangebot Hessens. Und mittlerweile sind über 900 Unternehmen und Einrichtungen am Studienplus beteiligt. Und sie ermöglichen Studierenden schon im Studium eine umfassende Berufserfahrung zu sammeln. Das ist möglich in Bad Vilbel, Limburg, Bad Hersfeld, Wetzlar, Bad Wildung, Biedenkopf und Frankenberg. Und wenn heute die 400 Menschen jährlich die THM mit einem dualen Bachelorabschluss verlassen, dann ist das auch ein Verdienst der liberalen Wissenschaftsministerin, der letzten in Hessen. Es war nämlich Ruth Wagner und ihr Ministerium, die um die Jahrtausendwende die Zustimmung gaben zu dem Konzept vom IHK-Verbund Mittelhessen mit anfangs 28, heute sind es 900 Unternehmen, dies zu entwickeln. Und wenige Jahre später zeigte sich das Studium Plus bereits als ein Best Practice Beispiel für gut praxisorientierte Lehren. Und das zeigt zum Schluss, mit dem Vertrauen in die Schaffenskraft von Hochschulen und Unternehmen fahren wir Liberale gut. Das steht uns gut zu Gesicht. Wir müssen bei dieser Linie bleiben. Wir schaffen den Rahmen für verbindliche Konzepte, deren Früchte wir nun seit Jahren schon ernten können. Wir wollen erfolgreiche Projekte wie dieses Ausbauen und Hochschulen noch besser mit Unternehmen und auch Start-ups verknüpfen. Hochschulen bieten immer auch einen Begegnungs- und Resonanzraum. Das dürfen wir nicht vergessen. Für frische Ideen, für Innovationen, für Gründergeist. Und dieses Kapitel muss in der Breite nutzbar werden.
Was glauben Sie, wie viele Studierende beziehen aktuell oder anders gesagt haben einen Anspruch auf BAföG? Einfach mal frei raus, jeder darf mal eine Zahl in den Raum werfen. 70%. 70 sind geboten. Bietet mehr? Bietet jemand mehr? Wer glaubt, es ist weniger? Okay, weniger. Weniger stimmt schon mal. Es sind 11%. 11% der Studierenden haben einen Anspruch auf BAföG. Und auch das hat einen Grund. Denn jahrelang haben die Bildungsministerinnen der CDU alles dafür getan, um den Zugang zu Studien- und Ausbildungsförderung so unattraktiv und so kompliziert wie möglich zu machen. Dass es immer weniger Menschen gibt, die zum Beispiel BAföG beziehen, liegt ja nicht daran, dass es immer weniger Menschen gibt, die BAföG brauchen. Eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall, denn wir haben ja eine sich stetig, wenn auch langsam fortentwickelnde Durchlässigkeit in den Bildungssystemen. Und nicht zuletzt hat Corona uns gezeigt, dass die Situation der Studierenden auch nur mangelhaft betrachtet wird. Wie es jetzt mit denen aussieht, die eigentlich vom Land kommen, vielleicht eine Wohnung in der Stadt haben, ihren Nebenjob in der Gastronomie nicht mehr verloren haben, das kann sich, glaube ich, jeder selbst ausmalen. Aber vielleicht können wir es als Glücksfall heute Abend bezeichnen, dass unsere Landesvorsitzende Bettina Stark-Watzinger, Bildungs- und Forschungsministerin, sich der Sache ganz früh in ihrer Amtszeit angenommen hat und das trotz der Krisen. Obwohl unsere jetzige Regierung eigentlich ja von Corona in den Krieg in die Ukraine reingeschlittert ist. Denn sowohl das BAföG für Studierende als auch die Förderung für Schulkinder, Auszubildende wird steigen. Schon bald wird der Bürokratie-Dschungel abgebaut. Da muss einem Liberalen doch das Herz fast aus der Hose springen. Und eine unproblematische digitale Antragsstellung wird möglich sein. Ich glaube, wer sich da schon einmal durch diesen Wust einer BAföG-Antragstellung kämpfen musste, der wird sich sehr darüber freuen, auch wenn man selber nicht mehr davon profitieren kann. Und die Bundesregierung trägt auch dem Rechnung, dass ja die Lebenshaltungskosten von Studierenden auch irgendwie gestiegen sind, analog zum Rest der Bevölkerung. Und ich meine, jetzt kann man sagen, gut, es sind die Studierenden, aber naja, wenn die Eltern deshalb bezahlen, die haben ja selber auch steigende Kosten. Das vergisst man, glaube ich, ganz schnell mal in der Debatte. Und um Studierenden und Eltern mehr Spielraum zu geben, erhalten BAföG-Empfänger mit Kindern auch noch einen Kinderbetreuungszuschlag. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, auf den wir sehr stolz sein können, denn es gibt eben neue Lebensrealitäten. Es ist nicht mehr so, dass man sein Abitur macht, sein Studium beendet, ein Haus kauft, ein Kind bekommt und so weiter, sondern ja, die Lebenswege sind etwas anders. Und sie müssen auch nicht so vorgezeichnet sein. Aber dem Ganzen muss Politik immer Rechnung tragen. Und ich glaube, zum Schluss lässt sich zusammenfassen, dass wir endlich wieder auf die Lebenssituation von Studierenden eingehen. Ich glaube, der eine oder andere wird sich jetzt gedacht haben, Moment, jetzt hat sie über die THM gesprochen. Weiß sie denn nichts von dem Standort in Frankenberg? Doch, und es ist ein Riesengewinn für die Region. Ähnlich ist es mit dem Standort der TH Mittelessen, denn seit Jahren setzt sich die hiesige FDP dafür ein, das weiß ich. Die Hochschullandschaft in Nordhessen durch ein weiteres Studienangebot und durch einen weiteren Standort aufzuwerten. Und dass dies nun endlich einen Durchbruch erreicht hat, dass es endlich geschafft hat, dass der Neubau in greifbare Nähe rückt, ist auch insbesondere ihr Verdienst. Und ich glaube, dass der neue Standort, wenn wir uns an das erinnern, was ich vorhin mal skizziert habe, wirklich massiv zur Attraktivität des Standorts auch zum ganzen ländlichen Raum beitragen wird. Und die Ansiedlung eines Standorts, einer Hochschule allein, löst nicht die Herausforderung im ländlichen Raum, da mache ich mir gar nichts vor. Teilweise verbesserungswürdige Anbindungen an das öffentliche Verkehrsnetz werden erforderlich. Schlechte Netz- und Breitbandausbau hatten wir schon, das steht beispielhaft dafür, dass die Schaffung neuer Ausbildungschancen im ländlichen Raum nur ein Schritt sein kann, dem aber eben viele weitere folgen müssen. Und die Idee, dass jeder zum Studieren in die nächste Metropolregion ziehen muss, ist nicht nur deshalb fatal, weil sie ja auch dort
den Wohnungsmarkt verschärft, eine Debatte, die wir seit langem führen, sondern sie ist auch deswegen fatal, weil sie zieht doch die jungen Menschen aus ihrer Umgebung. Man ist doch hier bei den Julis aktiv, man ist doch hier im Sportheim vielleicht Kassenwart, man hat doch hier seine Peer Group, man ist doch hier aufgewachsen, man ist doch hier eigentlich ganz zufrieden und es sind doch die klugen Köpfe letztendlich, die uns hier durch die Lappen gehen, den Unternehmen vor Ort am Ende fehlen und ob sie zurückkommen, das ist doch fraghaft, das weiß doch keiner. Kein Mensch weiß, was ihm im Studium begegnet, wer ihm im Studium begegnet, welcher Weg sich offenbart, welches Praktikum man wo macht, welche Lebenstür sich dadurch öffnet. Und deswegen bin ich sehr froh, dass die TH Mittelhessen dafür sorgt, dass es sich nun weiter schließt im ländlichen Raum, dass Angebote geschaffen werden, dass es eine Verwirklichung gibt für junge Menschen, die hier bleiben wollen. Und ich freue mich auch für den Standort Frankenberg, denn auch die hiesige FDP hat, wie gesagt, dafür gekämpft. Schließen möchte ich mit einem kleinen Bild, was mir zu diesen Überlegungen kam, denn jetzt habe ich so viel darüber gesprochen, über die schöne Heimat, über das Wegziehen, über das Wiederkommen. Ich weiß ja nicht, ob Sie von Janosch die Geschichte kennen, oh, wie schön ist Panama. Da machen sich Tiger und Bär auf die Reise und suchen eigentlich das Paradies. Und Tiger und Bär geht es ja eh schon immer gut, denn sie wissen, die essen immer frischen Fisch und haben sich ja auch sehr lieb. Und die beiden machen sich auf den Weg nach Panama zum Paradies. Und sie laufen und laufen und laufen, merken dabei gar nicht, dass sie im Kreis ankommen, landen am Ende wieder in Panama und stellen fest, das ist das Paradies und zu Hause ist doch am schönsten. Und ich glaube, so gibt es ganz, 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 ganz viele Menschen, die im ländlichen Raum aufwachsen. Ich freue mich, dass Sie alle für mich irgendwie ein Stück Panama hier haben. Ich freue mich auf die Gespräche im Anschluss, dann bin ich auch zum Zuhören da, versprochen. Und vielen Dank nochmal für die Einladung. Ein bisschen wie die Nachlese jetzt beim Fußball. Ja. Ja. Geht Ihnen gut, Frau Weißler? Mir geht's immer gut, wenn Doch. Ich hier bin. Noch. Ja, sind ja Nachrückerin im Landtag. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Man wird ja quasi ins kalte Wasser geworfen vom Provinzparlament in den Landtag. Landtag im Unterschied zum Bundestag, ein Präsenzparlament in Hessen. Das heißt, Sie müssen da sein, kein Arbeitsparlament. Nichtsdestotrotz so ein paar Dinge, die Sie so angesprochen haben. Oder fangen wir anders an. Die Wahlkreisreform. Ja. Ist natürlich auch in Ihrem Treiberitt hier Marburg-Biedenkopf nicht genau mit Begeisterung von den Bürgern und Politikern aufgenommen worden, genauso wie hier. Ja. Obwohl die FDP einen eigenen Vorschlag hatte, hat sie dann mit den Wölfen geheult, das heißt mit der Regierung gestimmt. Das stimmt, ja. Naja, also ich war jetzt nicht Mitglied dieser Wahlkreiskommission, das ist schon so, ich war dem Prozess nicht mitbeteiligt, genau. Ich bin aber dabei und wir haben das gemeinsam entschieden, das mitzutragen, denn es ist so, man braucht ja eine Lösung, ne? Also es kann ja nicht sein, dass die Stimme im Norden irgendwie weniger wert ist als die im Süden oder andersrum. Also das ist schon in Ordnung, dass man an die Zuschnitte der Wahlkreise geht, auch wenn ich weiß, dass das vor Ort manchmal zu Problemen führt. Aber wie wäre denn Ihr Vorschlag oder wie wäre denn die gegenteilige Lösung? Ne? Das Ziel der FDP war, Moment, junge Damen, ich stelle die Fragen. Ich bin der Journalist. nein, aber der Punkt bei der FDP war ja nicht nur eine Reform der Wahlkreise, sondern auch eine Verringerung des Landrats mit dem jetzigen des Landtages, ja, mit dem jetzigen Zuschnitt. Gibt es ja keine Änderung. Nein. Im Gegenteil, es kann passieren, dass man noch enger zusammenrückt. Ja. Und das muss auch ein Parlament in der Größe, wird die Arbeitsfähigkeit immer schwieriger und es muss bezahlt werden. Deswegen war ja der FDP-Vorschlag gar nicht so schlecht. Ja, nee, der war sogar richtig gut. Ja. aber wir hatten keine Mehrheit dafür. Ja, okay. Das ist also wirklich, das ist ein bisschen das totale Ärgernis. Es geht dann manchmal nicht um die beste Idee, weil die hatten wir zweifelsohne. Das freut mich auch, dass Sie das hier so anerkennen. Nur ja, alles, wir brauchen ja jemanden. Den Bürger spart, ist schon mal eine gute Idee. Genau, da sind wir ja auch dabei. Also, ja, das ist ja ein völlig richtiges Ansinnen, was Sie da skizziert haben. Nur das Problem ist, wenn keiner mit uns stimmt, dann fallen wir hinten rüber. Ja. Wenn wir aber mit in eine Kommission gehen, mit einen Antrag tragen, wo wir selber noch Änderungen vornehmen können,
Naja, dann haben wir zumindest einen Teilerfolg errungen. Die andere Sache ist, bis jetzt funktioniert das ja ganz gut, dass man in seinem Wahlkreis unterwegs ist, präsent ist, auch in den kleineren Orten. Das wird natürlich dann ein bisschen anders, ein bisschen weiterfahren zum Teil oder sich ganz neue Wählerschichten erschließen. Wenn ich bedenke jetzt, wenn ich von Waldeck-Frankenberg rede, dass natürlich jetzt die Kollegin von der CDU Fritzler dazu bekommt. Ja. Auf der anderen Seite dann noch Naumburg, das ist also schon quasi kurz vor Hamburg. Nein, aber ist Norddeutschland. Total unbekanntes Terrain. Ne? Also das dauert ein bisschen. Ja, war schade. Das ist ein ganz praktisches Problem, was Sie ansprechen, das stimmt auch. Das Ding ist aber im Ehrenamt, im Politischen, und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass viele erstmal im Ehrenamt sind, dass man das aus dem Hauptamt rausmacht, ist ja eher die Seltenheit. Mhm. Die machen das jetzt schon, ne? Das ist in allen Flächenlandkreisen so. Also wenn Sie im Odenwald mal vom einen Ende zum anderen fahren, allmächtiger, da sind Sie aber auch unterwegs. Und klar, das betrifft natürlich jetzt auch die Zuschnitte des Wahlkreises. Aber auch da muss man, glaube ich, die Abwägung treffen, was ist uns wichtiger, die Stimmgewichtigkeit der einzelnen Stimme. Und da würde ich sagen, das muss immer das Wichtigste sein, dass jede Stimme gleich viel wert ist. Also da sind wir d'accord. Gut, dann, aber dann Stimme, haben wir eine Stimme irgendwo im finsteren Wald kann ich weniger zählen wie in Frankfurt. Genau, also, aber dann haben wir keine andere Möglichkeit, das zu umgehen. Aber wie gesagt, es ging eigentlich darum, auch die Geschichte zu straffen, den ganzen Tag arbeitsfähiger zu machen und natürlich ein bisschen Geld zu sparen. Ja. Eine andere Geschichte, Sie haben sich unheimlich stark für Unis gemacht. DHM haben Sie ja angesprochen. Das ist also das berufsbegleitende Studium. Jetzt ist es so, wir haben auch ganz viele Handwerker, die dringend Auszubildende suchen. Und ich sag mal, die Wertigkeit des Abiturs sinkt natürlich mit der Menge der Abiturienten, absolut. Das wissen Sie, die Quälerei, ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, schon 1990, wo meine Tochter eine Prüfung machen musste in der Mutra-Kaserne und sagt bei der Matheaufgabe, der Prüfer sagt, die kommen aus Hessen, das können sie nicht können. Ne? Und es gibt ja, das hessische Bildungssystem ist unheimlich durchlässig. Das heißt, mit mittlerer Reife und abgeschlossenem Beruf können Sie auf die Fachhochschule gehen oder haben quasi Fachabitur. Mit dem Meisterbrief können Sie auf die Universität gehen. Muss man diese Durchlässigkeit, diese Durchgängigkeit im hessischen Bildungssystem nicht mehr bewerben, haben auch die Uni was von. Wenn nämlich der Praktiker aus der Klimabranche nun in Richtung Ingenieurwesen studiert, der aber schon weiß, wie eine Schraube gedreht wird. Total. Klar müssen wir die Durchlässigkeit mehr bewerben und das ist auch eine große Errungenschaft, dass wir das haben, aber ich glaube, den wichtigen Punkt, den Sie angesprochen haben, der war ganz am Anfang, nämlich es gibt nicht nur die Studierenden, sondern es gibt auch die, die eine Ausbildung machen. Und es gibt eigentlich auch die, die ganz dringend Menschen suchen, die eine Ausbildung bei Ihnen machen möchten. Weil wenn Sie jetzt mal einen Handwerker suchen, ich glaube, da muss man aber ein paar abtelefonieren, bis man erstmal einen Termin bekommt. Gut, und wenn man sich dann den Stundensatz anguckt, dann das ist ganz einfach, das klärt der Markt, ja, Angebot und Nachfrage, dann sehen Sie, was Sie da mittlerweile zu zahlen haben. Mhm. Und das ist schon wirklich irre. Und bei der Entwicklung müsste man vielleicht eher eingreifen und sagen, also ich bin jetzt hochschulpolitische Sprecherin, ich bin immer, renne immer für die Hochschulen, werde das immer tun und für ein Studium, aber ganz ehrlich ist es auch so, wir müssen das Handwerk auch behalten. Ja, aber Sie dürfen ja durchaus für ein Studium brennen, Sie können aber auch sagen, mein lieber Geselle, wenn du jetzt deinen Meisterbrief gemacht hast, dann darfst du auch auf die Johann Wolfgang Goethe Universität. Ja. Also es ändert sich ja nichts. Ja, und das wurde jetzt auch in der Novelle vom Hessischen Hochschulgesetz geändert. Wenn Sie eine gewisse Berufserfahrung mitbringen, dann dürfen Sie ja an die Hochschulen. Ja, oder Meisterbrief, ne, genau. Der qualifiziert auch. Also das, was Schleswig-Holstein schon in den 80er Jahren hatte, mit einer Prüfung, Zulassungsprüfung ohne Abitur, da steht dann mit dem Meisterbrief. Ja. Weil ich sag mal, wenn einer 25, 30 ist, Meister hat, dann kann er immer noch auf die Uni gehen. Ja, und dann sich vielleicht dann eben, dann kommen wir wieder zu den Start-ups, sich selbstständig machen, weil er entsprechende Qualifikationen hat. Ja. Ja, also sind wir uns einig. Aber wir sind uns einig. Ich würde nur gerne noch einen Punkt ergänzen, weil die Durchlässigkeit, haben Sie jetzt gerade angesprochen, vom Meister an die Uni. Ich glaube aber auch, dass man auch eine gewisse... Eigentlich darf ich gleich... Ja. Wir haben unser Schulsystem so in Hessen so durchlässig, dass Sie von der Hauptschule auf die Uni gehen können, wenn Sie möchten. Ja.
Sie müssen nur was dafür tun. Absolut. Das ist auch völlig richtig so. Und so soll das sein. Dann soll es auch durchlässig sein. Aber für eine Sache möchte ich gerne noch werben. Nämlich, wir sind in einem hohen Maße der Akademisierung verschiedener Berufe. Und ich glaube, man bräuchte vielleicht auch eine Art Toleranz, Durchlässigkeit, okay, wenn man sagt, dass Akademikereltern sagen, es wäre richtig cool, wenn mein Kind eine tolle Ausbildung macht und ein richtig, richtig guter Geselle wird. Vielleicht sich auch irgendwann mal selbstständig machen, Meister, weiß ich nicht, aber auch, dass man da die Wertschätzung nicht verkennt. Gibt es durchaus, wo die Kinder dann sagen, das haben wir gesehen, und es gibt natürlich auch Akademiker, die irgendwann sagen, so, ich habe die Nase voll, ja, ich werde jetzt Schmied und mache das auf dem Dorf. Aber mir war es eigentlich wichtig zu sagen, dass man diese, was man in Hessen wirklich hat, Durchlässigkeit des Schulsystems nicht vergessen sollte und auch immer bewerben sollte. Ja. Und dann kommen wir natürlich zu einem Thema, hier gerade Waldeck-Frankenberg, also ja auch Landwirtschaft, ne? Ein endloses Thema. Ja, ein wichtiges Thema, ne? Naja, es ist aber ein endloses Thema. Also das quasi, ich sag mal, das Problem mit der Landwirtschaft gibt es seit der Industrialisierung, als den Gutsherren die Arbeitskräfte weggelaufen sind und in die Industriebetriebe gegangen sind. Kann man so sehen, ja. Ja, also. Aber Probleme mit Fortschritt gab es auch schon, seitdem es Fortschritt gibt, ne? Und wir haben ja eine Situation gehabt 2014 nach der Annexion der Krim, als die ersten Sanktionen waren, keine Milch, keine landwirtschaftlichen Produkte nach Russland zu liefern. Man hat den Bauern also einen sehr großzügigen Ersatz versprochen, der natürlich nicht gekommen ist. Und eine Milchkuh kann ich nicht wie ein Fertigungsband bei VW einfach mal auf ein Jahr stilllegen, und sondern die frisst, die kackt, genau, und die will betreut werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Landwirtschaftspolitik bei allem Willen, den die Länder haben, den die Kreise haben, den vielleicht auch noch die Bundesrepublik hat, inzwischen der Takt ganz woanders bestimmt wird. Und das macht es ja so schwierig, ja, weil Brüssel macht die Vorgaben, ja, und sie können letztendlich nur nicken. Ganz so ist es ja nicht. Also da hängt ja die europäische Fahne direkt neben der ukrainischen, und ich glaube, das ist ein schönes Symbol, darüber kann man sich auch freuen. Aber dass jetzt die Landespolitik gar nichts mehr zu sagen hat, ist de facto nicht wenig. So. Gut, aber was wollen wir, also jetzt können wir uns überlegen, ob wir Kompetenzen wieder von der EU zurückziehen. Das können wir gerne führen im Gespräch. Aber mein Appell war ja in meiner Rede, dass ich sage, naja, das, was die Landesregierung noch steuern kann, das soll sie bitte steuern, weil die Landesregierung, die grüne Ministerin Hessen, macht ja gerade genau das Gegenteil. Also sie verklärt das Bild der Bauern in ihrem eigenen, wie es in ihr eigenes politisches Bild passt. Und das war die Hauptaussage meiner Rede, dass ich das eben nahezu verwerflich finde, weil das nicht der Realität entspricht. Das sind Hochtechnologiebetriebe. Ja, was viele Landwirte anbieten, sagen, komm, wir hauen unser Brachland oder Gott weiß was, da hauen wir jetzt Roggen und Weizen drauf. Eigentlich dürfen wir nicht, laut der EU, aber machen wir jetzt, weil wir kriegen ja kein Weizen mehr aus Russland und aus der Ukraine im Moment. Ja. Naja, ich glaube, dass das eine Lösung ist, auf die wir zurückgreifen werden müssen. Das hatte ich ja auch angesprochen. Also wenn die Preise hier steigen, glaube ich, dass Sie und ich, wir uns das noch leisten können. Ja. Auch wenn das einen Einschnitt im Geldbeutel bedeutet. Aber ob sich das alle auf der ganzen Welt da noch leisten können, das bezweifle ich nicht, nur weiß ich, dass das so nicht sein wird. Nordafrika, der hat schon ein Riesenproblem, genau, weil die von der vom Weizenliefer, genau, aus Ukraine abhängig sind. Und das Problem wird sich weiter verschärfen. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich da solidarisch zeigen will, so wie das ja eigentlich die anderen Parteien immer ganz vorne wegschieben, vorne voranstellen, dann müssen sie das genau jetzt tun. Mhm. Aber es ist ja natürlich hier gerade im ländlichen Bereich, wir sind eine Kulturlandschaft, das heißt, es wird bearbeitet. Die Höfe tun sich aber immer schwerer, Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden. Ja. Und manche Landwirte haben natürlich auch Dollarzeichen in den Augen, wenn irgendjemand sagt, wir bauen hier eine Windanlage hin und so weiter. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg stellt 34% aller Windkraftanlagen in Nordhessen. Und es sind noch 57 genehmigt und 55 angefragt.
die kommen nicht alle in den Wald, also die kommen auch auf landwirtschaftlichen Flächen. Das heißt, viele Bauern sehen das natürlich als Erwerbsmöglichkeit an, weil die Pacht für eine Windkraftanlage natürlich um Vielfaches höher ist, als wenn man mit seinem alten Deutz und der Kreiselegge da sich ablagt. Ja. Naja, aber da sehen wir ja auch wieder ganz politisch gefärbte Entscheidungen. Ne? Also der Beton ist eigentlich ein ganz schlechter, solange darauf ein Auto fährt. Wenn der Beton aber ein Windkraftrad festhält, ob das jetzt im Wald ist oder auf einer Ackerfläche, dann ist das guter Beton. Also es gibt den grünen guten Beton und den anderen bösen. Irgendwo muss man den Strom herbekommen, das kann man sagen. Ja, aber also ich weiß nicht genau, worauf Ihre Frage wirklich abzielt. Aber die wenn zielt man drauf sagt, ab, ob man die Landwirtschaft nicht stärker in die Energiegewinnung mit zum Beispiel mit Biogasanlagen, die Viehhalter, viele haben ja die Biogasanlagen, wenn sie dichter am Dorf sind, eine Kraft-Wärme-Kopplung. Gibt ja genug Beispiele, ja, wo das auch funktioniert. Auch viele gute Beispiele, stimmt. Die haben oft sehr große Flächen an Dachflächen, wo sie also eine PV-Anlage hinmachen können, ob man da die Landwirte einfach nicht nur stärker einbindet, sondern auch ein gewisses Einkommen versucht, ihnen zukommen zu lassen. Naja, Moment, also jetzt sind wir ja gerade so weit, die EEG-Umlage abzuschaffen. Das gewisse Einkommen haben wir eben solchen, die Strom so erzeugen, ja lange zukommen lassen. Ne? Und die EEG-Umlage war ein Förderinstrument, was ich persönlich asozial fand, weil als Einfamilienhausbesitzer haben sie die eigene Dachfläche, da können sie eine Solaranlage draufsetzen und die wird ihnen dann noch subventioniert. Aber die EEG-Umlage zahlen alle. Ja. Das zahlen Studierende, das zahlen Arbeitslose. Und das finde ich nicht gerecht, dass davon dann das subventioniert wird, woran sich am Ende des Tages, wenn genug Sonne scheint, der Einfamilienhausbesitzer vielleicht noch bereichert. Also wenn das in die Richtung geht, dann muss ich dem eine klare Absage erteilen. Hm. Ihre ursprüngliche Frage, so hatte ich das vielleicht rausgehört, war ja auch so ein bisschen so Landwirtschaft versus Energiegewinnung. Energiewert, also. Ja, ob man das jetzt zwingend entgegensetzen muss, weiß ich gar nicht, weil wenn man sagt, dass man Brachflächen und Stilllegungsflächen wiederbelebt zur Produktion von Lebensmitteln in der heutigen Zeit, naja, dann möchte ich mal das Gegenargument sehen. Weil bevor Menschen verhungern, die Antwort kann nicht sein, naja, dann esst ihr halt einfach in Deutschland weniger Fleisch. Und das ist gerade eine politische Antwort, die auf dem Tisch liegt. Also insofern ist das eine denkbare Antwort. Also die Landwirtschaft baut sich selber ja auch um, weil man gemerkt hat, bestimmte Sachen funktionieren einfach nicht mehr so, wie man will. Und das Zweite ist, und das wissen wir in Hessen auch, selbst Marburg-Biedenkopf ist davon betroffen, wir sind nicht Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt oder so mit Schlägen von 2000 Hektar unterm Fluch und Gott weiß, wie viele Schweine und Rinder da im Stall. Wenn Sie hier unsere Bergbauern sehen, der Martin Vollbracht mit seinen 50 Milchkühen, der ist dann schon etwas, was eine durchschnittliche Größe bei uns ist. Das ist keine Massentierhaltung. 50 Stück Großvieh. Also die Definition von Massentierhaltung muss ich ja hier gar nicht geben, aber ich glaube eher, dass das wichtig ist, dass die weitermachen wollen, und das haben Sie auch schon angesprochen, die Nachfolge finden, die in der eigenen Familie haben, dass die auch können, dass man es denen zutraut, dass man es denen nicht noch schwer macht. Also 50 Stück Großvieh, Milchvieh, sind genau die Größe, die die Kulturlandschaft braucht, um Kulturlandschaft zu bleiben. Da ist keine Vermeißung da. Da werden die Kühe noch rausgetrieben, weil die in der Regel um die Ecke ihren Stall haben. Und da wird das, was nötig ist, beim einheimischen Landhandel gekauft. Da kommt nicht der Silozucht direkt vom Rotterdamer Hafen oder so. Das meine ich damit. Und das bisschen Gülle, was die produzieren, das brauchen die Landwirte auch noch für die eigenen Ecken. Ja. Dass wir wieder zu diesen kleinen oder diese kleinen Einheiten mehr gefördert werden. Ne? Das würde ich jetzt pauschal weder mit Ja noch Nein beantworten. Also wenn die Kleinen sich nicht tragen und Zuschüsse noch und nöcher brauchen, weil sie nicht wirtschaftlich sind, was werden wir damit machen? Weg von der zum Beispiel, sondern hin zur Produktion und Produktionsart. Ja, ich werde mich hier nicht für den einen oder den anderen Typ aussprechen. Ich glaube, es soll die Landwirtschaft fortbestehen, die wirtschaftlich ist, die Ertrag bringt, die Nutzen bringt und die vielleicht auch Energie produziert, da bin ich ja völlig dabei. Aber ich glaube nicht, dass man den Fehler machen sollte und sich hier auf einen speziellen
Typ stützen, weil das wird ja von Seiten der hessischen Landesregierung gerade gemacht und das ist ja, naja, ein Fehltritt, ne? Also da guckt man nur nach den Biobauern, nach Ökolandbau und fördert das ja sehr einseitig. Ja, wobei wir ehrlicherweise sagen muss, es gibt konventionelle Betriebe, die durchaus sehr ökologisch wirtschaften. Total. Und die haben auch hohe Standards in der Tierhaltung. Ja, hohe Standards und also das muss man ehrlich. Wir haben ja in Deutschland eh schon die höchsten. Muss man ehrlicherweise sagen. Und die, was da gefördert wird, auch mit der Selbstvermarktung, der, also mit Bauernläden und so weiter. Und die, wenn ich 20 Kilometer für 6 Bio-Eier fahren soll, dann tue ich dem Landwirt zwar was Gutes, aber der Umwelt nicht, überhaupt ja, so nicht. Ist das, und mein, genau. Mein Portemonnaie bei den Spritpreisen auch nicht. Aber da ist er. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm. Nee, schlimm war es gar nicht. Sind wir schon fertig? Ja, wir könnten doch, wenn jetzt die Wiebke Knelli wäre, würden wir noch über Jagd, weil das landwirtschaftlich natürlich auch interessant ist, über den Wolf reden. Ja. Aber das ist mehr so die Heimat der Wiebke, das ne? Das ist Jagd. Wiebkes Thema durch und durch. Das ja. werde ich doch nicht wegnehmen, aber ich verrate Ihnen noch, dass ich auch einen Jagdschein habe. Ah, ich habe aber auch einen. Edge. Sehen Sie? Aber ah. Das ist doch ein schönes Thema fürs nächste Mal. Ja, das ist auch ein Thema, weil das so polarisiert. Und natürlich, ich sag mal, das, ob der Schäfer und der Schafreis oder der Wolf. Unterm Strich ist es an der Stelle erstmal egal. Für den Schafhalter, weil das Schaf ist tot. Na? Die Frage ist, wer ersetzt das? Kriege ich den Schäfer und Halter zu greifen, bezahlt sie Haftpflicht? War es ein Wolf? Habe ich viel, viel Formulare, bis mir das RP oder eher das Wolfszentrum oder wer auch immer sagt, ja, ja, machen wir. Ja, Sie also, müssen erst mal nachweisen, dass es überhaupt ein Wolf war. Aber ja, da steigen wir schon wieder ein. Das ist ein viel zu großes Thema und das heben wir uns für die Wiebke auf. Ja, so von machen wir das. Vielen Dank. Ja. Ja, vielen Dank, Lisa, und vor allem der Schluss mit Obi, schön ist Panama, da hat mich nochmal ganz persönlich besonders gefreut. Schöne Geschichte. Ich möchte schließen mit einem weiteren kleinen, kurzen Werbeblock. Und zwar hatte ich es vorhin schon einmal angedeutet. Unsere Kreistagsfraktion funktioniert als Team und das freut mich einfach wahnsinnig. Und ich möchte da auch noch einmal kurz, auch wenn die Personen weitgehend bekannt sind, aber vielleicht nicht allen unseren Gästen, einmal kurz durchgehen, wer denn überhaupt für die FDP im Kreistag vertreten ist. Wir haben zum einen auch, Moment, jetzt muss ich einmal suchen, wo ist er denn? Friedhelm Fuhl im Kreisausschuss für uns als Vertreter. Als Vertreter im Kreisausschuss bündelt er, vermittelt unsere Ideen und Wünsche und Ideen in den Kreisausschuss, macht das auf eine ganz wunderbare Art und Weise, führt das dort zusammen. Vielen Dank dafür. Als nächstes, heute leider nicht hier, Stefanie Wetekamp, aber eben schon erwähnt, besonders im Bereich Landwirtschaft, ländliche Räume, aber natürlich auch Familienpolitik, Bildungspolitik unterwegs, hat viel Effekt reingebracht in die Fraktion, ist wahnsinnig aktiv. Die meisten von uns wissen, sie ist außerdem für den Bauernverband als Geschäftsführerin tätig, hat viel um die Ohren, aber nimmt natürlich auch überall, wo sie unterwegs ist, viel mit und das ist eine echte Bereicherung. Weiter geht's mit Bastian Belz, wo ist er denn jetzt gerade? Da kommt er gerade, ja, genau. Da haben wir ihn auch gerade direkt dabei erwischt, sozusagen, worum er sich mit viel Engagement kümmert, alles zu organisieren, die Arbeit in der Fraktion. Dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Er bringt Impulse aus allen Bereichen mit in die Fraktion, ist so, sage ich mal, der Südkreissprecher ein Stück weit, hat sich da wirklich einen Namen gemacht, macht auch durch seine Kandidatur im vergangenen Jahr und ist da also wirklich an vorderster Front überall mit dabei und das macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Weiter geht's mit Elmar Schulze-Überhorst, auch heute Abend hier. Dankeschön. Ebenfalls als Elternsprecher unterwegs und in den Bereichen Schulpolitik, Sozialpolitik
liefert er die Impulse in die Kreistagsfraktion und fügt sich wunderbar ins Team ein und das klappt einfach toll, die Zusammenarbeit. Und schließlich, einer meiner Vorgänger im Amt, Dieter Schütz aus Villingen, muss ich in der Runde wahrscheinlich gar nicht mehr so viel zu sagen, außer, und das ist mir ein Anliegen, dass es mir wahnsinnig hilft, von seiner Erfahrung profitieren zu können. Wenn es schwierig wird oder so, tauschen wir uns immer aus und es ist wirklich unfassbar hilfreich, da jemanden zu haben, der das alles im Prinzip schon mal gemacht hat, auch wenn man dann möglicherweise mal Fehler macht oder wie auch immer, ist er da immer mit Rat und Tat zur Seite und das ist eine Truppe, die sich da gefunden hat, ein Team, wo es einfach nur Spaß macht, wo die Zusammenarbeit Spaß macht, wo die Organisation Spaß macht. Es klappt nicht immer alles hervorragend, das will ich auch gleich sagen, bevor ich jetzt die kritischen Blicke meiner Kollegen kriege, dass ich hier irgendwas über den Klee loben will. Nein, es klappt nicht immer alles, aber wir arbeiten in dieselbe Richtung und das ist einfach eine Sache, die wir noch weiter ausbauen wollen. Auch die Berichte aus dem Kreistag, die wir ja seit anderthalb Jahren ungefähr haben. Damit möchten wir natürlich auch unseren Mitgliedern die Infos geben, die vielleicht in der Zeitung nicht stehen. Und da kommen wir jetzt bei dem eigentlichen Punkt des Werbeblocks an. Ich möchte an der Stelle nochmal Werbung machen. Bitte sprecht uns an, liefert uns Fragen und Anregungen für den Kreistag. Wir können nicht immer alles sofort einbringen. So eine Sitzung, ja, da taucht einiges auf und man muss natürlich auch immer schauen, dass man natürlich Anträge oder Anfragen so platziert, dass sie auch eine gewisse Wirkung hinterlassen. Wenn es nicht immer sofort eine Rückmeldung gibt oder sofort was passiert, nehmt uns das bitte nicht übel. Wir sind aber nach wie vor auf jeden Fall auf jedes Mitglied und die Wünsche und Anregungen angewiesen und freuen uns darüber, wenn ihr das an uns herantragt, ob eben per E-Mail oder, deswegen sind wir ja hier auch zusammen, hier direkt vor Ort. Und deswegen würde ich jetzt sagen, Basti hat da hinten schon alles so ein bisschen gerade gemeinsam mit den Julis aufgebaut. Setzen wir uns noch mal ein bisschen zusammen. Essen ein bisschen was, trinken vielleicht das ein oder andere Bierchen oder die ein oder andere Cola oder ein Wasser und dann gönnen wir uns nochmal einen schönen Abend und einen schönen Ausklang, dann auch im Übergang zum Wochenende. Schönen Dank. Ja, Frühlingsempfang der FDP, seit 2 Jahren endlich mal wieder, der Kreisvorsitzende Jochen, wir kennen uns seit ein paar Jahren, deswegen bleiben wir auch beim Du. Liberale sind im Moment so oben. Auf, kann man ja sagen, sind im Bundestag wieder eingetreten, wir machen Landespolitik, haben wir von der Lisa Deißler gehört. Da geht so, wir wollen also jetzt nicht die weltpolitische Bühne hier bespielen, das hast du in deiner Rede kurz angesprochen, sondern wir gehen mal so ein bisschen in die Niederungen der Kommunalpolitik, der ehrenamtlichen Politiker. Da gab es einen Antrag im Kreistag der CDU-SPD, 2026 gibt es die gesetzliche Verpflichtung zur Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Und die FDP-Fraktion unter deinem Vorsitz hat dann ergänzende Anträge eingebracht, die angenommen wurden. Das ist einmal, man möge sich rechtzeitig um qualifiziertes Personal bemühen und dann so eine digitale Lernlandschaft, quasi so eine Art Campusbetrieb, wo Kinder nach ihrem Gusto oder auch nach ihren Fördermöglichkeiten so ein bisschen lernen. Das ist natürlich eine sinnvolle Geschichte, ne? Auf jeden Fall. Also der Antrag in der Grundkonzeption, den fanden wir ja richtig und richtig. Den fanden wir richtig und den wollten wir auch unterstützen, aber es waren eben 2 Formulierungen, bei denen wir einhaken wollten und das haben wir ja dann auch getan per Änderungsantrag, die auch Zustimmung gefunden haben. Das Wichtigste ist uns einfach nur, der Antrag in der ursprünglichen Fassung bezog sich auf bauliche Ausstattung und Priorisierung. Aber wir können nicht das Bauliche an Schulen denken ohne das Personal. Ja. Deswegen haben wir den Zusatz eingefügt, dass auch sich frühzeitig um Personalgewinnung gekümmert werden muss. Denn es hilft ja nichts, wenn wir die baulichen Voraussetzungen schaffen, haben aber dann kein Personal, um das Ganze zu betreiben. Da ist aber als der Kreis als Schulträger eben für das Bauliche auch zuständig. Fürs Personal, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das Land
Also bei den Lehrkräften an den Schulen ist es das Land. Bei den Lehrkräften auf jeden Fall. Zunächst einmal spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob die Zuständigkeit für das tatsächliche Personal, was dann arbeitet, am Ende beim Kreis liegt. Aber die Werbung und die Anwerbung des Personals und Vorbereitung, das kann doch der Landkreis durchaus auch betreiben. Auch die Qualifikationen, die man gerne hätte, festlegen. So sehen wir das. Und der zweite Teil, was die digital gestützten Lernlandschaften betrifft, das ist letztlich auch, man kann das eine Nuance nennen, aber der ursprüngliche Antrag hat eben den Begriff Mediathek vorgesehen. Und das ist sehr in eine Richtung gedacht. Wir sehen in diesen digital gestützten Lernlandschaften eben eine Modernisierung, wie man Schule denkt. Dass man also Lernen individualisiert, die technischen Möglichkeiten sind ja da. Also Apps, kollaboratives Lernsoftware, das alles können Schüler bedienen und müssen dabei begleitet werden. Ja. Es ist also nicht so, dieses Mediathek ist mehr so der Input. Ja, Mediathek ist für mich ein Archiv, ich heute digital, wo ich also Filme, Dokumente, was auch immer digital abrufen kann und das hat eigentlich, das ist Wikipedia auch. Natürlich. Das Faszinierende an eurem Antrag ist, und deswegen hake ich da gerne nochmal nach, ist ja, wir haben im Vorgespräch, habe ich mal gesagt, so ein bisschen Minicampus-Betrieb, wo also die mathe-starken Schüler vielleicht sich um den etwas schwächeren mit dem zusammensitzen in einem nicht strukturierten Klassenraum, alles nach vorne, Frontalunterricht, sondern in losen Lerngruppen und sagen, aber der Kevin, der weiß, wie das geht, der zeigt dir das. Ja, und im Zweifel dann eben auch an Rechnern, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Und da sind wir dann auch eher in dem Bereich moderne Pädagogik und sich zunutze machen, was Software ja durchaus möglicherweise sogar ein kleines Stück besser kann als ein Lehrer. Also genau den individuellen Förderbedarf erkennen und schauen, okay, derjenige hat hier Probleme und dann werden dazu eben dann weitere Übungen bereitgestellt oder so. Also das kann dort besser gelingen. Ja. Eine zweite Geschichte in der Kommunalpolitik, letztendlich kommt es vom Bund. Wir haben, du hast es angesprochen, diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine, den verbrecherischen Überfall von Putin auf den souveränen Staat quasi, was eine enorme Flüchtlingswelle ausgelöst hat, aber auch eine Hilfsbereitschaft, das schlägt irgendwann hier bei den Kommunen an, ne? Selbstverständlich. Und also für mich sind da zwei Punkte zentral, was dieses Thema betrifft. Zum einen, wir wissen, dass die Ukraine in puncto Digitalisierung von Schulen uns weit voraus ist tatsächlich. Das erkennen wir jetzt und das stellen wir auch fest, wenn wir sehen, dass zum Beispiel die Schulbücher, ukrainische Schulbücher für sämtliche Fächer online stehen und den Schülern, die dann eben jetzt als Geflüchtete bei uns ankommen, zur Verfügung stehen. Das heißt, sie können auch schon sehr viel selbst mit Internetzugang und entsprechender Ausstattung sich selbst erschließen und weiter lernen im Lehrplan sozusagen, im ukrainischen Lehrplan, aber gleichzeitig müssen sie irgendwie über Schulpflicht und so weiter an unsere Schulen integriert werden. Ja. Und da kommt der zweite Punkt ins Spiel. Unter den Geflüchteten sind ja auch Lehrkräfte. Ja. Das muss man aber dann auch erheben oder zumindest feststellen, wer ist denn vielleicht Lehrerin oder Lehrer aus der Ukraine und kann da entsprechend eingebunden werden an unseren Schulen. Zumal wie beim Homeschooling während Corona oder Online-Unterricht, auch in der Ukraine, auch in Finnland und Schweden, also Länder, die da wesentlich weiter sind, immer eine Nachbereitung stattfindet. Das heißt, man braucht die ausgebildete Lehrkraft, die Kontrolle über die Selbstkontrolle. Was das über Selbstlernen des Schülers? Lernbegleiter. Der Lehrer als Lernbegleiter. Ja. Und eben auch als Tutor, der eben Fragen beantwortet, weil man kann eben manchmal beim 10-Jährigen nicht alles voraussetzen. Der braucht eine Erläuterung, eine Erklärung. Das weißt du als Lehrer selber. Ja, und da kommt die Sprache ins Spiel. Ja. Das können unsere Lehrer eben gerade im Moment nicht, weil wir keine ukrainisch sprechenden Lehrkräfte haben oder kaum ukrainisch sprechende Lehrkräfte haben. Ja, aber wie wollen die Kommunen da schultern? Schwierig. Das so oder so, aber ich meine, dass so eine Erfassung derjenigen, dass man also ein Angebot schafft und sagt, wenn ihr
Lehrer, Lehrkräfte oder sagen wir Pädagogen aus dem pädagogischen Bereich aus der Ukraine, wenn ihr in diesem Bereich tätig wart vorher, bitte meldet euch überhaupt bei uns und wir können euch Umgebung bereitstellen, die es euch erleichtert, Wissen zu vermitteln und eure Fähigkeiten einzubringen, denn die sind wichtig für uns und die sind am Ende wichtig für die Kinder. Ja, damit sie genau das haben, wo wir gerade darüber gesprochen haben, einen Lernbegleiter. Und wenn gutes Material vorhanden ist, das spricht für sich selbst. Das ist gar nicht immer so, dass Kinder permanent die, sagen wir mal, Frontalbeschulung dazu noch brauchen, sondern das Material ist da, es ist abrufbar, es ist einfach und schnell abrufbar. Ein Lernbegleiter, der ukrainisch spricht, ist Gold wert im Moment und dann muss man die auf jeden Fall erfassen, ganz wichtig. Aber es muss bezahlt werden. Und in der Regel haben wir die Erfahrung gemacht, wenn der Bund oben aus seinem Goldtopf Geld schüttet, da wird der Trichter immer enger, bis das, was unten ankommt. Also da bleibt beim Land ein bisschen was hängen und bis es dann im Kreis ankommt, ist es dann doch nicht immer das, was der Kreis gerne haben möchte oder was er braucht oder was die Schulen brauchen, was die Kommunen brauchen. Also nach meinem Kenntnisstand derzeit ist hier aber soweit der Konsens da, dass Lehrkräfte aus der Ukraine Werkverträge bekommen können. Oh ja. Das ist schon angedacht, das ist auch im Kreis schon angekommen entsprechend. Wie das genau geregelt ist, muss ich zugeben, weiß ich im Moment jetzt gerade nicht. Aber überhaupt, dass man damit arbeitet und auch über zeitliche Begrenzung und so weiter das Ganze angeht, das ist schon soweit angekommen. Das heißt, jetzt auch für unsere Schulen, digitalisieren, digitale Leitungen, WLAN herbei, Server herbei, dass nicht nur anschließen oder Leitungen legen, sondern auch anschließen und auch Infrastruktur in den Schulen schaffen. Naja, da erleben wir jetzt gerade was ganz Interessantes. Wir haben ja die Glasfaser an vielen Schulen. Noch nicht überall, aber dieser Hardware-Teil, der Anschlussteil, der hat stattgefunden. Und während wir uns jetzt gerade in einem zweiten Schritt Gedanken darüber machen, jetzt haben wir nur mal das Ideal an die Wand geworfen. Wir haben die an die Glasfaser angeschlossene Schule und auch das WLAN aufgespannt über sämtliche Räumlichkeiten der Schule. Das ist da. Während wir hier drüber nachdenken, wie können wir das jetzt sinnvoll befüllen, kommen im Prinzip eigentlich Geflüchtete aus der Ukraine, die uns zeigen, wie man es befüllen kann. Indem sie ihre Materialien nutzen. Also insofern, das ist ein spannender Punkt durchaus, wo wir vielleicht auch noch was von lernen können. Warum auch nicht, ich sag mal, Kulturaustausch, Wissensaustausch war schon immer etwas, was Handelswege zum Beispiel begleitet hat, wo Innovationen, Erfindungen, Wissenschaftler schon selbst zu Marco Polos Zeiten dann auf einmal in Europa gelandet sind und hier einen Innovationsschub verpasst haben. Ja, Frühlingsempfang der FDP. Es ist die FDP nicht der größte der Haufen, aber die Größe ist ja nicht immer eine Maßeinheit für Effizienz. Ne? Wir tun unser Bestes. vielen Dank. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ist ja eine spannende Zeit auch für die Kommunalpolitik. Ja, und bleibt spannend. Vielen Dank.